meine, so Podcasts gehen irgendwann los, gell? Ja, ja. Soll unsere jetzt schon losgehen? Das ist mir so wurscht. Ich meine, hast du denen eine Honorarnote gestellt? Nein. Sondern? Nein, das war immer so, dass wenn du vorspringst, machst du das und danach hast du immer das Geld bar auf die Hand gekriegt. Mhm. Das war's. Das geht jetzt nicht mehr. Wenn der Professor Schrecksnadel am 15.01.2016 über die Krone außer posaunt, Lukas Müller erhält jede Hilfe, ja, dann, ich meine, es gibt eine Negativhilfe und da ist er ziemlich gut drinnen, dass er das gerade fabriziert. Ich weiß, dass es Leute gibt, die Absicht haben, natürlich nicht genießen können. Nur ich habe zumindest die Chance, dass ich einen Unfall habe, der mir die Gegebenheiten gibt, sogar im Sport, und was die rechtliche Sicht auf Sportler angeht, etwas ändern zu können. Und damit, und das ist das, was mich so stolz macht, damit helfe ich nicht nur mir, weil gut, okay, passt, ich würde sagen, euer Zufall, cool, geil, sondern potenziell helfe ich tausenden anderen. Es geht nicht darum, dass du, oder es ist wurscht, ob du sitzt oder stehst, dass du jemanden auf Augenhöhe begegnen kannst. Schlag die Zeitung auf und du siehst nur Probleme. Geh einmal in ein Reha-Zentrum rein und du hast gar keine Probleme mehr, weil da siehst du mal, was wirklich los ist. Also das habe ich nämlich wirklich nicht gewusst, dass du so ein unpackbar reflektierter Typ bist, der sich über so viel Gedanken macht. Ja, weißt du, du hast so viel Zeit zum Nachdenken. Hörst du Podcasts immer? Hin und wieder. Hin und wieder. Also eher. Ich weiß nicht, ob das in den Podcast einfällt, weil Podcast ist ja eigentlich nur was zum Hören. Und es gibt aber auf YouTube gibt's ein paar so coole Motivationsvideos. Das heißt Gedanken danken, wenn du das so sagt. Ja, habe ich schon gesehen. Und da sind ein paar ganz coole Sachen dabei. Da ist auch manchmal ein Querschnittler dabei, der ein paar ganz, ganz geile Sachen sagt. Also der hat einmal gesagt, lieber Querschnitt als Durchschnitt und so weiter. Also er steht in meinem WhatsApp-Status drin. Also das habe ich wohl eh übernommen. Und die machen das, die nehmen das selber auf? Und nein, die haben so Vorträge, das ist eine deutsche Agentur und die buchen halt immer so Key-Speaker. Okay. Und manchmal und von dem kommt das dann? Ja, und die haben einen eigenen YouTube-Kanal und da höre ich hin und wieder beim Autofahren was an. Also, also da sehr wohl, oder zum Beispiel, wenn ich jetzt gestern die Sendung verpasst hätte, wenn zum Beispiel nur am Morgen gewesen wäre, dann hätte ich es heute wahrscheinlich beim Herfahren angehört. Also. Du, Luca, ich würde sagen, ich mache uns jetzt einmal ein Bier aus und dann lassen wir das losgehen, oder? Ja. The very, very first Hinterzimmer-Podcast in our life. Es ist, Hinterzimmer? Gefällt dir der Name nicht? Nein, es passt super. Der bleibt sofort im Kopf. Also. Und dann steht der schwarze Couch auch noch herin. Die sieht man nicht, aber die... Es ist wurscht. Das wäre ein Casting-Couch. Ja, sicher. War. Das war ich. Wenn es nicht ausziehbar ist, auch noch, dann... Ja, genau, das passt nicht zusammenschieben. Nein, also no investiere ich lieber so das Geld. Prost. Aber es ist ja wirklich irgendwie beeindruckend. Du warst bei meiner ersten Spot- und Talk-Sendung dabei und bist jetzt bei meiner ersten Hinterzimmer-Sendung dabei. Ja. Du hast mich bewusst verfolgt. Nein, du bist dankenswerterweise meiner Einladung gefolgt. Ja, ja, ich meine, weißt du, was sich ausgeht, geht sich aus. Und es ist halt jetzt auch das Themenfeld so dermaßen umfangreich, dass ich es, glaube ich, ganz gut finde, wenn ich wirklich mal länger über alles da reden kann. Weil sonst wollen halt die Leute immer einen Ausschnitt von da und vom Urteil und von mir selber und Fortschritte und Gesundheit und beruflich und was sie sonst nicht noch alles wissen wollen. Nur es hat, oder es sind immer so Schnipsel. Und da haben wir halt jetzt wirklich genug Zeit. Und wenn wir zwei Stunden reden, reden wir auch zwei Stunden. Also ich werde schauen, dass das nicht so langweilig wird. Also mir, glaube ich, wird es ja nicht langweilig, weil ich möchte jetzt wirklich einmal zuhören. Ja, passt die Frage gut. Ist, ob den Leuten langweilig ist, aber das schauen wir uns an. Ich habe noch keine Erfahrungswerte, ich habe keine Ahnung. Ja, das passt eh ganz gut. Also, wir legen jetzt einfach los. Ja, eh. Und vor allem, ich glaube, dass es gar nicht so schlecht war, wenn du auch ein bisschen zum Reden kommst. Willst du meine Meinung auch hören? Nein, nicht zu mir, sondern zu dir, zu dem alles, weil ich meine, das ist ja auch dein erster Podcast, nicht nur meiner, was das Hinterzimmer anbelangt. Also,
gerade wenn du startest, so wie ich mit dir starte, dann ist es, glaube ich, ganz angebracht, wenn du selber ein bisschen da die Entstehungsgeschichte dazu. Das stimmt. Ja, offenbarst. Du willst jetzt wissen, warum da drüben eine schwarze Couch steht, die wir nicht sehen. Nein, was ich mir wirklich gedacht habe, ist, du weißt ja selber, das letzte Mal haben wir uns quasi interviewmäßig im Fernsehen getroffen. Ja. Und so wie du sagst, da ist man meistens eingeschränkt. Also ja. Sendezeit, eh klar, ja. Vom Themenbereich auch. Du ja. weißt, manchmal muss man sich davor sogar ausmachen, auf welches Thema man sich heute konzentriert, ja. weil man einfach die Breite nicht hat. Ich finde aber immer schade, weil das ist mir aufgefallen, dann zum Beispiel Backstage, ja. da sitzen die Leute zusammen und dann kriegst du erst mit, was die verschiedenen Spezialisten, das sind absolute Weltklasse-Leute auf ihrem Gebiet, mhm. was die eigentlich sonst noch interessiert. Mhm. Wo keiner nachfragt in der Öffentlichkeit ja. oder weil es, glaube ich, auch nicht die Fläche gibt. Und dann habe ich irgendwie gesehen, Moment, der Podcast bietet die Möglichkeit. Ja. Die Frage ist nur, wer schaut sich an? Aber richtig. Den Erfahrungswert möchte ich jetzt machen. Ja. Und darum finde ich wirklich grandios, dass du jetzt extra aus Salzburg nach Innsbruck gefahren bist, um jetzt dabei zu sein. Weil ich komme eh so oft nach Innsbruck. Also das letzte Jahr war ich genau einmal in Innsbruck und zwar in der Zeit, wo ich in Hering war. Also war ich genau einmal pro Jahr. Auf DH. Ja, genau. Ja. Da habe ich wieder die 55 Minuten und bin einmal hergefahren. Und jetzt, weil du hast jetzt ein Mörderprogramm hinter dir. Es war ja nicht nur der Wings for Life World Run, sondern es war vor allem auch die Urteilsverkündung. Das Urteil, ja. Und letzte Woche war ja eben auch schon mal da, weil ich einen Skisprungtrainerkurs auch noch mache. Das kommt ja auch noch dazu. Und das darfst du halt auch nicht vergessen, weil jetzt mache ich echt schon viele Kilometer. Also Wien, Innsbruck, dann am Donnerstag fahre ich Kärnten auch wieder. Dann Salzburg fahre ich sowieso fast jede Woche ein, zwei Mal. Also, das fährst du aber alles selber, oder? Du bist ja, im Auto so. Unterwegs. Ja. Aber du kannst da im Auto einiges erledigen. Die Stunden, die du dort verbringst, ich telefoniere relativ viel und kann da einige Sachen ausmachen. Also das passt doch gut. Worüber wollen wir als erstes reden? Also was mich wirklich zuletzt beeindruckt hat, weil es eigentlich für mich so die weitreichendste Konsequenz von allem hat, ist das, was der Verfassungsgerichtshof beschlossen hat. Ah, der Verwaltungsgerichtshof. Der Verwaltungsgerichtshof, ja. Genau. Großer Unterschied, ja. Verwaltungsgerichtshof. Ja. Wo schlussendlich festgestellt worden ist, dass dein Unfall am Kulm als Vorspringer ja. Tatsächlich ein Arbeitsunfall ist. Ja. Also der ist in der Arbeitszeit passiert ja. und du warst tatsächlich auch angestellt, um als Vorspringer dort richtig. Tätig zu sein. Richtig. Jetzt ist es nur ein paar Tage her. Aber viele sagen schon, das hat eine Riesendimension. Mhm. Was ist da die Dimension für die? Ja, wo fange ich da an? Läuft das eigentlich schon? Ja, ja, ich glaube schon. Die Regie sagt ja. Okay. Ja, wo fange ich an? Also, damit wir das Ganze von vorne bis hinten aufrollen. Ich bin damals abgestürzt und dann hat der Papa gesagt, zwei Tage nach meinem Unfall, er hat mit dem Professor Schröcksnadel telefoniert und der hat gleich gesagt, es ist kein Arbeitsunfall, es ist ein Freizeitunfall. Papa hat zu mir gesagt, ja, nein, er kümmert sich darum, ich soll mal schauen, dass mir wieder halbwegs besser geht. Da war ich noch in der Intensivstation. Und da hat er gesagt, ja, also er hat zu dem Zeitpunkt schon gewusst, der Papa, dass das eine Gerichtssache wird. Drei Wochen später, am 10. Februar 2016 hat das Ganze begonnen. Er hat einen Antrag gestellt und da muss ich gleich dazu sagen, ich bin der Antragsteller. Mhm. Die Kärntner Gebietskrankenkasse ist die belangte Behörde. Die Austria Ski WM und Großveranstaltungs GmbH, also der wirtschaftliche Abwickler des Vereins ÖSV, ist die Beschwerdeführerin. Ja, 100% Tochter und vom genau, ÖSV. Eine 100%ige Tochter. Oder eine der 500-prozentigen Tochtern des ÖSV ist eben die Beschwerdeführerin, wenn ich das rauskriege. Und dann noch bin ich selber. Auf was ich aussehen will, es ist keine Klage. Mhm. Es ist keine Klage, sondern es ist ein Gerichtsstreit zwischen dem Antragsteller mir, der belangten Behörde, es ist die Kärntner Gebietskrankenkasse und der Beschwerdeführerin.
die Austria Ski- und Großveranstaltungs GmbH. Mhm. Das ist jetzt einmal zusammengefasst. Mhm. Ja, 3 Minuten, dass ich das auserkriege. Und es hat eben am 10. Februar 2016 begonnen mit dem Antrag, dass die Kärntner Gebietskrankenkasse prüft, welches Dienstverhältnis das war. Weil Arbeit war es auf jeden Fall. Nur ist es die Frage, welche Arbeit war es? Ist es eine selbstständige Tätigkeit oder ist es eine Dienstnehmertätigkeit? Dann haben wir mal die Krankenkassen, also die Kärntner, die Steirische, die Tiroler und die Salzburger, 18 Monate gebraucht, bis einmal dann das erste Urteil da war. Also sie haben 9 Monate gebraucht, um sich auszuschnapsen, wer ist für mich verantwortlich. Wann hast du das eingebracht? 10. Februar 2016. So 16. 9 Monate hat es gebraucht, bis sie herausgefunden haben, ja, nein, die Kärntner ist für mich verantwortlich. Du musst wissen, Österreich ist riesig. Gell? Ja, die Behörden in Österreich arbeiten sehr genau. Oder sehr langsam, je nachdem. Ja. Und die Kärntner Gebietskrankenkasse ist halt deshalb zuständig, weil ich dort den Hauptwohnsitz habe. Das heißt, die sind dann zu mir heimgefahren und haben Erhebungen durchgeführt. Aber auch beim Magister Dies, der was den Stützpunkt in Salzburg trainiert und auch mich selber trainiert hat. Mhm. Beim Ernst Wimmer, der mich damals abgewinkt hat, das war der Vorspringertrainer. Mhm. Beim Dr. Leistner, der was Geschäftsführer von der Austria Skiwärme und Großveranstaltungs GmbH ist, sowie auch Generalsekretär des ESV. Beim Huber Neuper waren sie und beim Rennleiter, also der was die Ampel auf grün druckt, der Magister Harald Heim. Mhm. Und dann haben sie alle Informationen zusammengetragen und eben versucht herauszufinden, was war die einzelne Tätigkeit der genannten Personen und was habe ich tun müssen. Am 12. Oktober 2017 ist dann der Bescheid gekommen, ich sei der Vollversicherungspflicht unterlegen, sprich Vorspringen ist eine Dienstnehmertätigkeit. Am 10. November, also einen Monat später, ist dann die Beschwerde gekommen seitens des ÖSV. Ja, nein, das kann keine Dienstnehmertätigkeit sein, ja, und halt 10 Seiten Begründung. Und dass sie eine mündliche Verhandlung haben wollen, in der genau das überprüft wird. Das Bundesverwaltungsgericht hat dem stattgegeben, hat 2 Verhandlungen anberaumt, im April 2018 und im Juli 2018. Und ist im Oktober 2018 zu dem Schluss gekommen, ich sei nicht der Vollversicherungspflicht unterlegen. Sprich, ich war halt eigentlich als sogenannter neuer Selbstständiger zu sehen, so wie auch die ganzen Athleten, also die Wettkampfathleten, gerade gesehen werden oder bisher gesehen werden. Ja. Die hat also eigentlich für den ÖSV gesprochen in dem Fall, oder? Richtig, also die erste Instanz, die Krankenkasse, habe ich so gesehen gewonnen. Mhm. Vor dem Bundesverwaltungsgericht habe ich eine Niederlage erlitten. Jedoch ist in dem Urteil drinnen gestanden, dass eine ordentliche Revision ausdrücklich erlaubt ist. Mhm. Und warum? Weil es in dieser Rechtsfrage keine höchstgerichtliche Rechtsprechung es gibt. Mhm. Und da hat es noch niemanden gegeben, der so weit gegangen ist. Oder noch kein Fall, der dort richtig angekommen ist. Richtig. Ja. Das heißt, es hat über Jahre, eigentlich sogar Jahrzehnte, hat der Verband oder eigentlich viele Verbände in einem Graubereich gearbeitet. Ja, und dann habe ich ein bisschen mal umtelefoniert, welche Möglichkeiten mir noch offen stehen. Und dann sind wir hergegangen und haben mit dem Dr. Makara, der was in Innsbruck eben eine Anwaltskanzlei hat und führt, haben wir eben uns einmal getroffen, und um auszuloten, ob überhaupt die Zeit reicht, weil die Zeit extrem knapp ist und die Materie brutal komplex. Und er hat aber dann gesagt, ja, es wird viel Arbeit werden und es wird da einiges kosten, aber er sieht sich darüber definitiv hinaus, dass er das ordentlich macht. Mhm. Natürlich kann er keine Erfolgsgarantie geben, das kann man nie. Mhm. Aber ich habe gewusst, ich ziehe das sicher durch. Weil ich lasse mich sicher nicht auf die Zeitspielchen darauf ein, dass der Verband mit dem Mittel, was er halt natürlich auch hat, mich ausdünnt. Warte, weil das habe ich mir lange überlegt, woher nimmst du die Kraft und woher nimmst du die Motivation? Weil Geld allein kann es nicht sein. Was ist sozusagen dieser... Ich komme zu der Antwort zurück, aber zuerst mache ich die Chronologie noch fertig.
Und eben am 5. Dezember haben wir dann eine Revision eingereicht. Die hat 51 Seiten gehabt. Also da haben wir richtig viel eingepackt und viel argumentiert. Und der Dr. Makara und auch der Dr. Gleischer, der dann letzten Endes die Revision verfasst hat, die haben da ein paar Sachen herausgefunden, die ich noch gar nie bedacht habe. Und der andere Anwalt, der das Fundament dazu gebildet hat, hat das auch übersehen. Also das war der Dr. Bucher. Wobei man sagen muss, dass der überhaupt einmal die Grundlage für das er gebildet hat. Das heißt, beide Anwaltskanzleien haben sensationelle Arbeit geleistet. Mhm. Nur mal so viel dazu. Und der Dr. Gleischer ist aber hergegangen und hat dann auch gesagt, ja, nein, wir haben ja eine Startnummer an, die wir vom Veranstalter bekommen, wo Sponsoren des Veranstalters drauf sind und ich nicht hergehen könnte und selber Sponsoren aufkleben darf. Darf ich nicht. Mhm. Und das ist aber, steht aber in direktem Widerspruch zu dem, dass seitens der Gegenpartei behauptet worden ist, nein, ich könnte bei so einer Veranstaltung selber Sponsoren lukrieren und für die werben. Das ist ein völliger Blödsinn. Ja. Oder hättest du auf dem Helm was tun können? Auf dem Helm ja. Das schon, aber auf hätte, die hätte tun können, nicht. Aber es gibt ja niemanden, weil als Vorspringer kriegst du keine mediale Aufmerksamkeit. Bist außerhalb der Kamera. Genau, und das ist dann auch für einen Sponsor nicht lukrativ. Und vor allem, ich fahre nicht einmal vom Kulm hin, damit ich um Sponsoren werbe, sondern weil ich den Vorspringerjob mache. Und ja, dann hat der Verwaltungsgerichtshof wirklich sensationelle Arbeit geleistet, hat in 4 Monaten es geschafft, sich einzuarbeiten, eine Entscheidung zu treffen und die dann zu begründen, weil die Entscheidung ist gefallen am 3. April 2019 und am 2. Mai ist es dann veröffentlicht worden. Mhm. Und es ist eine riesige Genugtuung, weil ich bin ja eigentlich immer davon ausgegangen, ja, nein, der Verband, der mich als Vorspringer haben will und der mich auch braucht, weil sonst gibt es ja die WM nicht, weil die Startnummer 1 nicht mehr dieselben Verhältnisse hat wie die Startnummer 40, wird schon darauf schauen, dass die ganze sozialversicherungsrechtliche Geschichte passt. Das heißt, ich bin immer davon ausgegangen, ich bin Arbeitnehmer. Ja, da macht man sich keine Gedanken. Nein, man macht sich keine Gedanken. Und ich meine, klar, das schützt nicht vor einer Strafe, aber gerade der Verband, der sich auf die Fahnen heftet, so gut als möglich für seine Sportler da zu sein, lässt mich dann indirekt ins offene Messer laufen. Und da denke ich mal da, ja, was soll sowas? Vor allem, die haben ja was von uns. Wir bieten uns ja nicht an, sondern sie brauchen uns ja. Und das ist halt dann doch etwas, wo ich mir denke, es ist kein feines Verhalten. Also es geht schon in Richtung untere Schublade. Mhm. Du hast mich vorher gefragt, ja, was ist die Motivation, da wirklich alles durchzufighten, mich eigentlich 3 Jahre damit herumzuschlagen, öffentlich kein Wort drüber zu verlieren und dann ja, eine ordentliche fünfstellige Summe auch noch in die Hand zu nehmen und mit unsicherem Ausgang, ob es wirklich für mich ausgeht. Und dann muss ich eigentlich nur eins drauf sagen. Ich war lang genug Vorspringer. Also ich bin über 8 Jahre immer wieder beim Vorspringen gewesen. Und auch wenn wir da eher im Hintergrund operieren, da entstehen coole Sachen. Du machst mit anderen Vorspringer was. Teilweise gerade am Anfang schraubst deine persönliche Bestleistung nach oben. Ich bin 2012 als Vorspringer 214 Meter geflogen. Und das am Kulm? Nein, nicht am Kulm, im Planitz aber das. Okay. Und du hast auch beim Vorspringen richtig viele Erlebnisse. Das heißt nicht, dass die zwingend mit der Schanze was zu tun haben müssen. Manchmal gehst du auch fort mit den Vorspringern und erlebst dort coole Sachen. Also ganz normal und das gehört auch dazu, auch zu einem Sportlerleben, wo du eigentlich Profi bist. Und ich meine, da entstehen auch viele Freundschaften, teilweise sogar länderübergreifend. Gerade mit den Slowenen verstehen wir uns, glaube ich, ziemlich gut. Und weil die halt auch leidenschaftliche Vorspringer sind. Und ich habe auch Leute, die über 10 Jahre fast nur mehr vorspringen. Mhm. Und auch weit fahren dafür. Natürlich, klar, ja. Die fahren von Slowenien bis Norwegen, damit sie in Vikersund vorfliegen können. Und ich meine, gerade was die österreichischen Vorspringer angeht, habe ich genau gewusst, das sind meine Freunde und ich will nicht, dass die denselben Weg gehen müssen wie ich. Ganz einfach. Und demnach habe ich gewusst, es ist wurscht, was da im Endeffekt rauskommt, aber ich mache es dem Verband sicher nicht leicht, dass die da zweimal vor Gericht erscheinen, wenn sie sich dazu bewegen können,
und dann im Endeffekt vielleicht mit einem Sieg heimgehen. Aber ist dir immer vorkommen, die wollen das quasi abwälzen? Die wollen von Beginn an, das ist dein Problem, richtig, und aus? Ja. Und warum, glaubst du, verhalten sich die so? Weil sie dann damit nichts zu tun haben. Es geht darum, dass ich, oder das ist halt meine Meinung, ich glaube, dass ich für den Verband sehr lästig bin. Weil... Aber damals warst du ja vierfacher Juniorenweltmeister. Ja, dreifacher und vier dreifacher, ja, und vier Medaillen habe ich halt gehabt. Aber da kann man sich ja schmücken auch mit dir. Also in guten Stunden haltest du ja dann doch her für ein kurzes Foto. Das ist ja doch 6 Jahre her, oder knapp 7 Jahre her jetzt. Das interessiert die halt nicht mehr. Und weil vor allem interessiert sie nicht mehr, weil ich jetzt nicht mehr Erfolge für den Verband bringe, sondern mehr Aufwand, den der Verband zu erledigen hat. Was der Verband, und damit wir das einmal ein bisschen konkretisieren, wenn ich vom Verband rede, in dem Zusammenhang meine ich immer die zwei Geschäftsführer von Austria Ski und Großveranstaltungs GmbH, sprich den Präsidenten des ÖSV und den Generalsekretär des ÖSV. Also Klaus Leistner. Dr. Klaus Leistner und den Professor Schröcksnadel. Also, weil es gibt ganz viele Leute im Verband, mit denen ich ein super Verhältnis habe, die wirklich als meine Freunde bezeichne und mit denen ich jahrelang am Weg war. Und auch für die habe ich das auch gemacht, muss ich auch dazu sagen. Weil das ist ein Unterschied, ob du oder ob ich da jetzt von einem Betreuer rede oder von der Verbandsspitze. Mhm. Und so, wo war jetzt? Aber was war schlussendlich sozusagen der springende Punkt, wo man gesagt hat, auch der Verwaltungsgerichtshof, du hast recht. War es die Startnummer? Was, glaube ich, ausschlaggebend war, ist das, erstens einmal, dass selbst wenn ich einen Sprung abgelehnt hätte, ohne nachvollziehbaren Grund, also einfach aus Lust und Laune, dann hat das Konsequenzen. Weil wenn du beim Skifliegen Vorflieger bist, dann wird schon aufgrund der Tatsache, dass es eine Handvoll Leute weltweit gibt, die das machen können, höchste Verlässlichkeit von dir verlangt. Das muss aber niemand sagen, das ist schon rein die Logik. Mhm. Wir fliegen 200 Meter im freien Fall, der zwar kontrolliert ist, aber es ist trotzdem ein freier Fall, und ermöglichen Millionen oder Veranstaltungen mit Millionenbudget. Und das ist mal eine Sache gewesen. Und da kann kein Hobbyspringer herkommen. Natürlich. Also du musst es professionell machen, sonst halt statt. Ich kann mich nicht vertreten lassen. Mhm. Ich kann mich nicht vertreten lassen, und du musst selbst als Hobbyspringer ein gewisses Niveau erreicht haben, dass du das machen kannst. Mhm. Und im Endeffekt geht es in der Frage nicht darum, ob du Hobbyspringer bist oder nicht, weil es ist so oder so Arbeit. Das wissen wir jetzt. Es ist nur mehr die Frage, ist es eine selbstständige, oder es ist nur mehr die Frage gewesen, ist es eine selbstständige Arbeit oder eine Dienstnehmertätigkeit. Und auch heute wissen wir, was es ist. Weil das hat der Verwaltungsgerichtshof endlich auch bestätigt. Und dann gibt es noch etwas, aber da muss ich nochmal im Bescheid durchlesen und das wirklich auch ganz genau, um das auch auszufinden. Mhm. Und zwar, wir haben 100 Euro pro Tag gekriegt, sprich von 12. bis 17.01.2016 waren dann die 600 Euro gewesen. Ich bin aber noch am zweiten Tag abgereist im Notarztwagen und habe aber für die zwei Tage, wo ich dort war, trotzdem 600 Euro gekriegt. Mhm. Und ich meine, bei den letzten vier Tage war ich keine Leistung mehr dahinter. Sprich, ich habe dem Veranstalter ja nichts gebraucht in der Hinsicht mehr. Und ich habe aber trotzdem die volle Summe gekriegt. Mhm. Und auch das spricht dann eher für eine Dienstnehmertätigkeit, was die Auszahlung angeht. Aber das ist ein Argument von ein paar. Und ich meine, hast du denen eine Honorarnote gestellt? Nein. Sondern? Nein, das war immer so, dass wenn du vorspringst, machst du das und danach hast du immer das Geld bar auf die Hand gekriegt. Mhm. Das war's. Das geht jetzt nicht mehr. 2017 haben sie das geändert auf die sogenannte PRAE, das ist die pauschale Reiseaufwandsentschädigung. Kurze rechtliche Information dazu. Das ist. Du kennst dich verdammt gut aus. Ja, ja. Mittlerweile. Es ist wie beim Querschnitt. Ich bin weder Mediziner noch ein Jurist, aber ich kann ein bisschen mitreden mittlerweile, weil ich halt über den Querschnitt und über meinen Fall jetzt ein bisschen ein Wissen mir habe aneignen. Ja, oder es ist mir eigentlich so quasi angeeignet worden, weil ich mich halt damit beschäftigen habe müssen, ob ich wollen habe oder nicht. Ja.
Und ja, zurück zur PAE, das sind maximal 540 Euro pro Monat, beziehungsweise 60 Euro pro Tag. Und das wird von einem Verein, also von einem gemeinnützigen Verein ausgezahlt an Personen, für die die 540 Euro nicht das Haupteinkommen darstellt. Und das haben sie vor, ich weiß nicht, wann sie das eingeführt haben, kann jetzt 10 Jahre sein, kann aber 15 Jahre sein, damit die kleinen Vereine nicht die steuerlichen Abgaben leisten müssen. Mhm. Und das haben sie eben seit 2017 machen sie das und da basiert auch die Auszahlung wirklich über also Online-Banking. Und so kriegen das die jetzigen oder haben die jetzigen Vorspringer die letzten 2 Jahre gekriegt. Das was mir aber, also das, was ich einfach furchtbar finde, wenn jetzt da einer abgestürzt wäre, dann hätte er gar keine Chance gehabt auf einen Arbeitsunfall. Mhm. Warum? Weil die PRAE rechtlich gesehen die Vorspringer als Hobbysportler hinstellt, obwohl die arbeiten haben. Und da gehe ich dann schon her und sage, das geht in Richtung Schäbigkeit. Mhm. Weil das ist eigentlich eine sehr ehrliche Form der Verbandsspitze, wie viel sie von den Vorspringern eigentlich halten. Und für das, dass sie die Veranstaltung überhaupt möglich machen und dass sie ja, teilweise wirklich aktiv wirklich händeringend suchen müssen, dass sie genug Vorspringer zusammenkriegen, weil es müssen pro Fiesveranstaltung 12 da sein. Da verstehe ich einfach nicht, dass es denen es nicht wert ist, zumindest eine Absicherung für den Falle des Falles zu haben. Aber demnach hat ja das mit mir passieren müssen, dass ich jetzt wahrscheinlich endlich einmal was ändern kann. Jetzt müssen Sie was ändern. Jetzt bevor wir zu diesen Konsequenzen kommen, finde ich nämlich eines noch interessant, wie sich der Verband während der laufenden nennen wir es Entscheidungsfindung und auch dann beim Urteil geäußert hat. Währenddessen haben Sie nämlich versucht, ihr ein bisschen so das Etikett umzuhängen, dem geht es ja eh so gut, der kriegt ja seine 300.000, 400.000 Euro aus einer Versicherung, die wir ihm aufgeboten haben. Und da sind dann nämlich natürlich auch Kritiker entsprechend auf den Plan gerufen worden, die dann in Foren reingeschrieben haben, ja, du 400.000 Euro, da würde ich mir auch ein Auto kaufen, auf Urlaub fahren und eine Eigentumswohnung kaufen. Mhm. Und das hat ein bisschen einen fahlen Beigeschmack bekommen, dass da einer quasi aus Geldgier noch mehr haben will. Mhm. Da spielen aber jetzt mehr Faktoren zusammen. Wir haben schon ein bisschen drüber geredet, aber wie siehst du das? Wie fair war das vom Verband? Ich glaube, wir müssen noch gar nicht mehr über Fairness reden, weil die ist in der Hinsicht nicht vorhanden. Und vor allem, das zeigt eins, dass der Verband ein sehr schlechter Verlierer ist. Und dass sie dann hergehen und mir ja, einen Schmutzkübel umhängen und mich mit dem bewerfen. Weil grundsätzlich einmal die 480.000 Euro, und ich sage das auch ganz offen, die 480.000 Euro, haben mit dem Urteil ungefähr so viel zu tun, wie ich mit Curling. Ich nehme an nichts. Naja, ich weiß, dass man Curling am Eis spielt und dass man so etwas Besenähnliches braucht und das war's. Und man weiß auch, dass bei meinem Urteil indirekt um Geld geht und bei den Versicherungsleistungen auch. Also es ist irgendwo vergleichbar. Spaß beiseite. Sie sind hergegangen und haben die Zahlen, wo sie sowieso mal fragwürdig finden, warum man die veröffentlicht, aber okay, passt, soll es so sein. Sie haben die Zahlen veröffentlicht und wollen mich hinstellen als, ja na, der hat jetzt eh einen Querschnitt, der ist eh reich damit geworden. Also wieso wir noch raffgieriger werden und da kriege ich ein Hals nicht voll und was auch immer. In der Presseaussendung, und was auch die Medien dann natürlich brav übernommen haben, ist dann drinnen gestanden, ja, ich hätte eh 480.000 Euro aus ÖSV-Versicherungen gekriegt. Das ist schon mal der erste Hammer, weil es gibt keine ÖSV-Versicherung. Der ÖSV ist keine Versicherungsgesellschaft, aber er arbeitet mit einem Kooperationspartner zusammen und über den ist die Auszahlung dann gelaufen.
Wobei und zwar aber direkt. Du musst einzahlen. Ja, sicher. Also die bieten dir den Kooperationspartner an, wo sie wahrscheinlich Pakete schnüren, aber du bist der, der das Geld einzahlt. Richtig. Ich hab das selber gezahlt und ich habe jetzt auch in Interviews schon gesagt, wenn ich 6 Unfallversicherungen gehabt hätte, 5 Millionen Euro kriege, hätte ich die genau selber gemacht. Warum? Weil es nicht darum geht. Es geht darum, was die Rechtsansicht der Gerichte über Vorspringer und deren Tätigkeit eigentlich ist. Weil das ist viel mehr wert als die 480.000 Euro, 5 Mille oder was auch immer. Rechnen wir mal auf, 480.000 Euro auf 50, 60, 70 Jahre, da bleiben keine 1.000 Euro im Monat. Weil das ist es. Also und das ist es, ja. Die rechtliche Geschichte und sozusagen dein Antrieb in den Dingen auch in Ehren, aber man muss denen es nur um die Zahl geht, einmal sagen, was das bedeutet, ja. Wenn ich heute eine Querschnittsverletzung habe, da sind 400.000 auf 50, 60 Jahren nichts. Ja, eh nicht. Schau mal, gute Wohnung, weiß nicht, in Wien, in Salzburg, da bist du nicht 480 los, sondern bist teilweise 700, 800, 900 los. Ja, das ist die Wohnung, aber das ist für jeden gleich. Ja. Das für jeden gleich. Aber, in Kitzbühel aber genau dasselbe. Allein, dass du sozusagen dein Leben unterhalten kannst. Und da gibt es ja Durchrechnungen laut ASVG, glaube ich. Nein, sogar. AUVH. Ja, die AUVH hat gesagt, je nach Eintrittsdatum des Querschnitts kostet er denen zwischen 3 und 6 Millionen Euro. Und wenn du natürlich einen Freizeitunfall hast, musst du dir ganz viele Sachen selber finanzieren. Ich meine, wir haben Gott sei Dank ein sehr gutes Sozialsystem, das ein bisschen die Leute auffängt, aber das ist trotzdem kein Vergleich zu einem Arbeitsunfall. Und dann die Karten auszuspielen, dass Neid geschürt wird auf jemanden, der einen Querschnitt hat, wo sich keiner vorstellen kann, was ich spüre, was ich nicht spüre, welche Schmerzen ich habe, nimmer habe. Und was das noch alles heißt. Und vor allem, was das auch im Alter bedeutet. Ne, weil das ist ja. Klar, so weit bin ich noch gar nicht. Also natürlich das Alter auch, aber die ganzen Begleiterscheinungen, Klagen, Sexualität, ganz banale Sachen, Essen, Fortgehen, Mädels, wenn ich halt von einem Bärsch ausgehe, das ist alles, was man vergisst. Und dann die Karten zu spielen, dass Leute dann im Endeffekt auf mich neidig sind, das ist. Also ich weiß nicht, ob man so eine Schublade so weit unten bauen kann, aus der das rauskommt. Weil der zweite Punkt ist die Versicherung der Fies. Und das ist etwas, da kann der ÖSV gar nichts tun, selbst wenn er wollte. Das ist, also die Fies hat eine Rahmenversicherung abgeschlossen für die Athleten, falls sie versterben oder falls sie eine Invalidität haben. Aber ich bin so dermaßen froh, dass es das gibt. Weil sonst hätte der Nick Ferrol, den es ein Jahr vorher erwischt hat, der hätte sonst gar nichts gehabt. Null! Und die gibt es auch seit kurzem? Ja, die gibt es. Ich glaube, da war einer der Kilian Albrecht. Der Kilian Albrecht hat die eingefadelt. Und der hat das damals Gott sei Dank durchgebracht, weil es natürlich auch vor dem Nick Ferrol schon Unfälle gegeben hat. Ich weiß nicht, ob sie Matthias Lanziger nicht auch schon was geholfen hat oder ob sie kurz danach erst eingeführt worden ist. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber jedenfalls, ich muss auch dazu sagen, ich habe von der gar nichts gewusst. Also ich habe nur gewusst, eben die Unica als ÖSV-Partner kann eine Versicherungsleistung auszahlen und das war es aber dann auch im Endeffekt. Und das, dass die Versicherung gibt, das habe ich erst viel später erfragt. Und die 350.000 Schweizer Franken oder 306.000 Euro, das ist die Maximalsumme. Und dann darf man nicht vergessen, die Schweiz hat ein gänzlich anderes Bewertungssystem der Invalidität. In Schweiz kriegst du 100% als Tetraplegiker, also Tetraplegiker ist ja ein Querschnittsgelähmter, der auch keine Hand hat, also keine Fingerfunktion. Und alles, was du kannst, wird abgezogen. Das heißt, da wird nicht die Invalidität zusammengezählt, sondern du kriegst einen 100% und alles, was du kannst, ziehen sie da ab. Und ich bin ja fähig aufzustehen, das heißt, allein schon deshalb kann ich nie und nimmer 100% kriegen. Und was sagt uns das? Das sagt einfach das, dass der Verband mich diskreditieren will. Und ich meine, ich verstehe es, weil ich halt natürlich für die Verbandspitze jetzt ein Problem bin. Aber wenn der Professor Schrecksnadel am 15.01.2016 über die Krone ausposaunt, Lukas Müller erhält jede Hilfe, ja, dann. Ich meine, es gibt eine Negativhilfe und da ist ziemlich gut drinnen, dass er das gerade fabriziert. Dr. Leisner genau dasselbe.
Aber gut, ich habe mich mit dem Verband angelegt, aber das habe ich auch tun müssen, weil mir liegen die Sportler halt wirklich irgendwo am Herz. Die haben mich geprägt, genauso wie ich sie vielleicht auch jetzt anpräge oder auch davor schon. Und demnach habe ich das auch tun wollen. Und ich habe das, egal wie der Ausgang kommen wäre, ich habe gewusst, ich mache es bis ganz zum Schluss. Ich will ein höchstgerichtliches Urteil haben. Ob das jetzt für mich ausgeht oder gegen mich, ist im Endeffekt wurscht. Ich mache es so oder so. Weil ich habe die Chance, wenn es gut für mich ausgeht, dass die Rechtsansicht auf Sportler die nächsten Jahrzehnte geändert wird. Und im Endeffekt haben relativ viele Leute mit mir Rechtsgeschichte geschrieben, mit dem Urteil. Und das ist natürlich etwas, wo wir uns gegenseitig mal kurz freuen können, wo wir uns auch mal auf ein Bier setzen können, auf die Schulter klopfen, aber die richtige Arbeit von geht erst an. Weil jetzt prallen ziemlich einige Interessen aufeinander. Vor allem das, was die Verbände wollen, weil da ist jetzt, also das betrifft nicht nur den Skiverband, sondern es prallt da das Interesse aufeinander auf die Verbände, was der Verwaltungsgerichtshof jetzt erkannt hat. Und da gibt es halt ein bisschen einen Krach zwischen zwei relativ mächtigen Institutionen, wobei das Gericht natürlich immer die höhere Instanz ist. Aber das heißt jetzt eigentlich für sämtliche Berufssportler, also die professionell ihren Sport ausführen, für Trainer, die hauptberuflich Trainer sind und für den Verband. Ja, nicht nur hauptberuflich. Das kann ja auch einer sein, keine Ahnung, der Ausnahme geht studieren, Hauptberuf, und ist nebenbei beim Verein Trainer. Kann auch für den das bedeuten, genau das, was du gerade sagen willst, dass der angestellt gehört. Und im Endeffekt ist es fast wurscht, wie viel er dann letztendlich gezahlt kriegt. Es geht darum, dass wenn es ihm von dem Trainerturm runterhaut, dass er eine gescheite Absicherung hat bezüglich den ganzen Krankenweg. Und dass, wenn er einen Querschnitt hat, dass der auf Reha gehen kann und sich da um kaum mehr was kümmern muss. Weil das habe ich auch nicht gewusst. Beim ÖSV, bin ich erst jetzt im Zuge ein paar Telefonaten draufgekommen, beim ÖSV ist es so, dass nur sportliche Leiter und die absolute Führung ein Angestelltengehalt beziehen. Ansonsten sind dort die Leute mit Werksvertrag beschäftigt oder eben außerhalb einer Anstellung. Ja. Die müssten jetzt, da wird es gleich beim ÖSV in Zukunft wahrscheinlich 30% Kosten draufschlagen, wenn sie es durchexerzieren, dieses Gerichtsurteil. Die müssen sämtliche Lohnnebenkosten für Leute, die für sie tätig sind, müssen es nachzahlen bzw. neuerdings eben fix zahlen. Und das passt also. Das gehört da dazu. Der Verband steht nicht umsonst so gut da, wie er da steht. Und das ist absolut der Verdienst des Unternehmers Professor Schröcksnadel. Aber wenn es um wirtschaftliche Interessen geht und die höher gestellt werden als die Gesundheit der, ich sage mal, Arbeitenden, ob die jetzt selbstständig sind oder nicht, dann stellt sich für mich die Frage, wie glaubwürdig ist der Verband, dass er sich so sehr um seine Leute kümmert. Weil es ist jetzt wurscht, ob das jetzt Betreuer, Ärzte, Physios, Sportler oder Serviceleute oder was auch immer sind. Und ich meine, klar, wer arbeitet schon gern mehr, als was er muss. Nur die andere Sache ist halt, warum muss immer zuerst was passieren, bevor sich was ändert? Weil ich sogar, wenn mir das nicht passiert war, hätten wir jetzt genau immer noch denselben Käse wie bis zum 13. Januar 2016. Aber darum steht ja dein Telefon momentan nicht still. Und ja, jetzt ist es gerade leise geschalten. Jetzt haben wir es leise geschalten. Und deswegen kommt auch irgendwo, ja, das Bild irgendwie passt, glaube ich, ganz gut, dass ein David gegen den Goliath gewonnen hat in der Hinsicht. Was aber auch noch interessant ist, ist der Zeitpunkt der Urteilsverkündung. Oder halt des Spruchs, wie der gekommen ist. Der hat nämlich dich nicht erreicht, richtig, seitens des Verwaltungsgerichtshofs. Mich hat die kleine Zeitung angerufen um 8:30 am Abend. 2. Mai. 2. Mai, genau. Und hat mir dann eine Nachricht geschrieben, weil ich gerade nicht abheben habe können. Ja, bitte um Rückruf. Sie würden gerne wissen, was jetzt das Urteil für mich bedeutet. Habe ich drauf geschaut. 3 Sekunden später, ich glaube, habe ich 41 Fieber gehabt, weil es mir so heiß geworden ist. Und dann schaue ich meine Mails rein, da war nichts da. Was ist da los?
dann Anruf auch keinen drauf gehabt, Nachricht auch keine. Ja, da bin ich hergegangen und habe mich selber gegoogelt. ja, weil irgendwo muss das ja stehen. Weil wenn die kleine Zeitung das weiß, dann ist es ganz sicher Presseaussendung. Und über Google habe ich dann gesehen, ja, es ist eine Meldung der Austria-Presseagentur eingelangt oder ausgesendet worden, wo dann drinnen gestanden ist, ja, nein, ÖSV prüft sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen im Fall Lukas Müller. Das habe ich dann dreimal durchlesen müssen und bin dann davor gesessen und habe mir gedacht, das gibt es nicht, das kann nicht sein, dass ich jetzt schon einen Arbeitsunfall habe. Ich bin davon ausgegangen, das dauert bis 2020. Umgeschauter. Nochmal durchgelesen, so hat der Text hat sich nicht verändert. Und dann habe ich das einmal in unsere Familiengruppe eingestellt und dann sind die ersten Gratulationen gekommen. Und ja, ich habe das eigentlich nicht glauben können, weil ich war blind. Ich habe keinen Bescheid gehabt, ich habe nichts dazu sagen können. Und das war, das muss man nämlich auch noch dazu sagen, das war jetzt keine Upper-Meldung, wie sie von einem Redakteur dort verfasst wird. Ja. Das war eine bezahlte Pressemeldung von Seiten, nicht des ÖSV, sondern der Veranstaltungs- GmbH, ja, die das dort geschalten haben, nein, auf dem Originaltext. Es ist die Frau Glück, die Presseberatung des Verbandes macht. Und da ist jetzt wurscht, ob der Aussender der Verband ist oder die Veranstaltungs GmbH, weil die Personen dahinter sind dieselben. Sie sind immer noch der Dr. Leisner und der Professor Schröcksnadl. Und von dem her... Wie ist dir das, wenn wir vorkommen, dass da drin zum Beispiel steht, dass sie totales Verständnis für die haben und dass der Unfall am Leid tut? Normal würde ich sagen, das kostet mir ein Locher, aber das kostet mir nicht einmal mehr ein Locher. Weil das ist vergeudete Energie, weil das einfach mit dem Handeln, was die Verbandsspitze mir gegenüber die letzten 3 Jahre gezeigt hat, haben sie so ein dermaßen riesiges Glaubwürdigkeitsproblem bei mir, dass ich sowas lese ich nicht einmal mehr. Weil ich ganz genau weiß, dass das die schönen Worte sind, damit sie sich bei der Öffentlichkeit, entschuldige, einscheißen. Und bei mir bringen sie es eh nicht mehr zusammen. Und bei meinem Umfeld, die was halt wirklich wissen, was Sache ist, sowieso auch nicht. Aber hast du einen Anruf? Ich versuche jetzt gerade mal ihre Position einzunehmen. Wenn man das nämlich liest in ihrer Aussendung, klingt es so, als hätten sie in den 3 Jahren, wo man sich sozusagen um ein rechtliches Urteil bemüht hat, sich wirklich gekümmert darum, dass es dir gut geht und so weiter. War da was in der Hinsicht? Was definitiv war, ist, dass Mittelsmänner, also zwischen Verbandsspitze und mir, Mittelsmänner haben absolut auf mich geschaut. Also Betreuer, Trainer und natürlich auch die Sportler. Die haben mich teilweise mitgenommen, dann habe ich auch noch da im Teamhotel schlafen dürfen, so wie in Planitzer 2017 und 2018 und Akkreditierung gekriegt. Und das war für mich natürlich sehr, sehr angenehm, weil ich mir dadurch relativ leicht getan habe, dass ich halt einfach den Zutritt habe wie ein normaler Springer. Und ich muss ja dazu sagen, so als kleines Detail am Rand, ich fühle mich nach wie vor als einer. Ich denke gleich, das hat sich auch nicht geändert. Und, ich kann zwar nicht mehr springen, aber ich kann zumindest zuschauen und gescheit reden. Also es funktioniert noch. Auf die Pappen bin ich nicht gefallen, nur aufs Knack. Und dahingehend habe ich jetzt sehr wohl was gemacht. Nur, das, wie sie sich hinstellen, das klingt, als hätten sie mir monatlich, keine Ahnung, 1.500 Euro gezahlt, die letzten 36 Monate. Und das, ich meine, das haben sie eh nicht gemacht, das wäre da witzig gewesen, wenn es irgendwas gegeben hätte. Im Gegenteil, aber, sie waren ja dagegen. Nein, sie haben mich bekämpft. Weil sonst hätten sie nie gegen den Bescheid der Krankenkasse Einspruch erhoben. Und weil das war ja der Erste, oder? Ja, genau. Der Erste hat dir ja Recht gegeben. Richtig, der Erste. Das heißt, hätte der ÖSV damals gesagt, endlich sieht es einer, ja, der Lucke hat Recht, dem steht es zu, ja, wäre alles gut gewesen. Richtig. Dann hätte ich jetzt sicher schon über 1,5 Jahre einen Arbeitsunfall. Und vielleicht wären wir schon in der finalen Phase bei der Verabschiedung des Berufssportgesetzes, weil dies ist jetzt notwendig. Das heißt, sie waren definitiv nachweislich dagegen,
dass dir das zustellt. Richtig. Richtig, weil sie gewusst haben, es bringt viele Probleme für sie, es bringt viele Kosten für sie und es wird genau das Schicksal, also jetzt einmal in der ersten Reaktion, Schicksal von einem wird besser gestellt. Nur dann haben sie erkannt, ja, nein, das betrifft ja nicht nur ihn, sondern es betrifft ja alle Vorspringer und potenziell auch natürlich alle Vorläufer und alle, die was bei so einer Veranstaltung mitarbeiten. Und wenn es blöd hergeht, betrifft es auch noch alle Betreuer und wenn es ganz blöd hergeht, betrifft es alle Sportler. Und dann könnte noch sein, dass aufgrund des Meldeverstoßes die Krankenkasse mal natürlich eine Verwaltungsstrafe ausstellt, soweit es die Krankenkasse kann, ich weiß nicht ganz genau, oder die Verwaltungsbehörde stellt eine Strafe aus, also, dass sie eine Strafe zahlen müssen wegen Meldeverstoß. Und dann könnte es noch sein, ich meine, das weiß ich nicht, ob so etwas möglich ist, dass die AOV sagt, ja nein, wenn wir jetzt den Querschnitt von Lukas Müller zahlen müssen, dann stellen wir Regressforderungen an den ÖSV, um sich schadlos zu halten. Und wenn der ÖSV indirekt meinen Querschnitt zahlen muss, dann ist das schon ziemlich teuer. Das heißt, es gibt zumindest nachvollziehbare Gründe, dass das Verhalten des ÖSV zumindest zum Teil erklärt. Aber dass man dann in eine Schublade greifen muss, in der sich wirklich die Schäbigkeit befindet, und das ist, glaube ich, angebracht, das wirklich auch so zu benennen, das hätten auch ich mir nicht gedacht. Ich meine, irgendwo ist es dann auch wieder, ja, ich will nicht sagen, dass es klar ist, aber im Endeffekt muss ich das, dass das wirklich dann auf eine Ebene geht, die absolut unterirdisch ist. Weil mit dem, dass ich mich als Raffgeier hinstellen und den Neid in der Gesellschaft wirklich schüren wollen, das kennen wir leider aus der Politik, egal jetzt ob von links, rechts, oben, unten, keine Ahnung. Was ist das emotionalste Thema gerade? Migration. Von dem her, da kenne ich das. Aber ich habe mir nicht gedacht, dass die Verbandsspitze das auch so praktiziert und wirklich in solche Schubladen greift. Aber gut, muss man halt auch drüber stehen. Mir kommt das ja oft vor, wenn du jetzt gerade die Politik her sagst, dass es ist für die Allgemeinheit schneller und einfacher erklärt und es findet eine Emotionalisierung statt, die du mit keinem anderen Inhalt, weil er schwieriger ist, sozusagen auf die Schnelle wahrzunehmen, funktionieren wird. Das heißt, wenn ich so eine Schublade finde, habe ich die Zurufe von Tausenden und kann sagen, bevor ihr euch den Inhalt antut, ich sage euch, das ist nur ein Geldgeier. Warum macht man sowas? Und zwar, das ist genauso, dass Leute viel lieber Bilder haben, als dass sie was lesen. Das heißt, die Leute setzen sich lieber vom Fernseher, als dass sie eine Zeitung lesen. Sie lesen lieber eine Zeitung als ein Buch. Und dann lesen sie lieber ein Buch als ein Bescheid des Bundesverwaltungsgerichts. Also, das heißt, je weniger man denken muss, desto in der ersten Reaktion, desto angenehmer ist es für einen, weil ich meine, wir sind alle faul, wir haben alle einen Schweinehund. Das heißt, das ist erklärbar. Wenn ich aber wirklich den Grips besitze und die Fähigkeit habe, darüber nachzudenken, warum das so ist, dann kann ich natürlich mich selber aktiv aus der Ebene zurückbewegen und sagen, hey, nein, ich hinterfrage das einmal. Wie ist das wirklich? Und ich glaube, dass das auch, was allgemein in der Gesellschaft jetzt gerade aufgeht, dass das ganz wichtig ist. Dass man nicht auf einfache Floskeln hereinfällt. Und das betrifft nicht nur das, was der Verband ausgesendet hat, sondern das betrifft allgemein, ob das jetzt Aussagen von Politikern sind oder Nachrichten von Medien oder ob einfach ein Freund irgendwas Polemisches ausposaunt, ob das und man das zumindest hinterfragt, ja, stimmt es und kann es stimmen. Dass du wirklich zu bequem bist, Sachen zu hinterfragen, weil es natürlich viel einfacher ist. Ich lasse mich berieseln und übernehme das so, wie mir das gerade vorgegeben ist. Zum Beispiel, wie im Februar das erste Mal öffentlich darüber geredet habe, war es so, dass ich präsentiert habe, das ist passiert, das ist der Stand der Dinge, bitte bildet euch euer Urteil selber. Ich habe natürlich anklingen lassen, dass ich nicht ganz einverstanden bin mit dem Vorgehen des ÖSV, aber ich habe nie gesagt, ja nein, der Verband so quasi ist ein Arschloch.
Weil es steht da nicht der 4 und das ist auch nicht unbedingt mein Niveau. Aber irgendwo habe ich dann schon gewusst, ich gehe sicher nicht auf das Niveau so mancher österreichischer Tageszeitung und präsentiere, na, was das für eine Sauerei ist und die können sich alle schleichen und solche Säcke. Habe ich nichts davon. Da kann ich einen an auf Krawallbruder machen und was nutzt es mir? Ich habe Energie verschwendet, die Leute regen sich vielleicht noch ein bisschen mehr auf, als was sie so getan haben. Aber ich habe auch nichts davon. Also, aber das heißt eigentlich, wenn man jetzt sozusagen den konstruktiven Weg drin sucht, dann ist es, du brauchst einmal die Zeit, du brauchst Interesse, du musst dir das Wissen aneignen und du brauchst am Ende vom Tag auch den Mut, das wirklich den offenen Weg auch zu gehen. Weil das andere ist ja schnell. Und du brauchst, wenn ich das Emotionale bediene. Und du brauchst die Sachlichkeit. Weil Leute, die was wirklich dann drüber nachdenken, die kapieren, dass eine unaufgeregte sachliche Kritik langfristig immer die treffendere ist. Weil, klar, der Verband kann hergehen und kann sagen, ja, nein, der Geldsack hat jetzt knapp 700.000 Euro gekriegt. Wenn ich mir dann hergehe und sage, du, Moment einmal, rechne mal das über 50, 60 Jahre, rechne mal, dass ich jeden Tag Hilfsmittel brauche, ob das Medikamente, Heilbehelfe, Katheter, Urinale oder was das sonst ist, und das mal 365, mal 50 oder mal 60, dann, und das halt mal, keine Ahnung, was sowas kostet, 20 Euro, ja, dann bist du auf einem siebenstelligen Betrag. Und das ist dann nicht mehr so lustig. Hast du mal zusammengezählt, was dir das Leben jetzt mit Querschnitt im Jahr mehr kostet? Nein, ich weiß, dass ich im ersten Jahr über 100.000 Euro gebraucht habe. Nur aus direkten und indirekten Folgen des Querschnitts. Und ich habe aber einen Querschnitt, der vergleichsweise noch sehr gut ist. Ich kann die Haxen bewegen, ich kann kurz aufstehen, ich kann ein paar Schritte mit Krücken machen, mindestens ein paar Schritte mit Krücken machen, was jeden Tag möglich ist. Teilweise geht es sogar noch viel besser. Und ich weiß aber, dass es Leute gibt, die noch viel schwerer betroffen sind. Die teilweise umziehen müssen, weil das alte Haus einfach nicht mehr praktikabel ist und dass es nicht mehr bewohnbar ist, weil einfach zu viele Hindernisse, zu viele Stufen, zu eng und was auch immer alles ist. Bis auf die Umbauten und wahrscheinlich inklusive Mobilität, Auto, was muss man da alles mitbedenken? Was kommt da dazu? Okay, du hast gesagt, Umbau im Haus und beim Auto. Natürlich habe ich dann ein anderes Auto gebraucht, weil ich in den Rollstuhl nicht mehr hinten reingekriegt habe. Dann Medikamente, Heilbehelfe, Krücken, Rollstuhl. Ein Rollstuhl kostet 5.000 Euro. Und du hast aber nur einen, wenn du einen Freizeitunfall hast. Und ich meine, dass du mal einen Fünfer hinlegst für einen zweiten, das ist ja auch nicht so ohne. Weil du musst ja mal zuerst einmal wissen, was willst du für einen Rollstuhl, was brauchst du, Sitzposition, Kissen, Reifen, Treibreifen. Also das sind so viele Komponenten, wo du am Anfang ja, völlig überfordert bist, weil du nie und nimmer die Erfahrung hast, die vielleicht da schon andere haben. Dann, was haben wir noch? Rehabilitationsaufenthalte. Also ein Tag in der Reha kostet 700 Euro. Und ich meine, klar, ich will nicht oder Gott sei Dank nicht selber zahlen müssen, aber trotzdem, ein Teil von den Kosten ist trotzdem auf mir sitzen geblieben. Und ja, und dann hast du noch die ganzen indirekten Folgen, wo ich mir erst teilweise heute bewusst werde, hey, ich habe das damals machen müssen, weil ich ja einen Unfall gehabt habe. Mittlerweile denke ich gar nicht mehr so. Mittlerweile nehme ich das mit, weil ich sowieso nicht drum herum. Also das heißt, das Denken hat sich schon ein bisschen geändert. Aber die direkten und indirekten finanziellen Folgen sind beim Querschnitt teilweise gar nicht absehbar. Auch für mich heute immer noch nicht. Weil ich es teilweise gar nicht mehr erkenne, weil es für mich sowieso logisch ist, dass ich es halt brauche. Und eben, wenn du einen Arbeitsunfall hast, dann bleibst du auch teilweise auf ein paar Kosten sitzen, aber du hast ein bisschen ein befreiteres Leben. Und mir ist natürlich bewusst, dass viele andere nicht in den Genuss kommen. Die halt einfach, ja, die sind ins Wasser reingesprungen und mit Querschnitt aufgetaucht. Oder beim die Badeurlaub, waren. Beim Badeurlaub, ja. Bitte? Beim Badeurlaub. Beim Badeurlaub oder Paragleiter oder was haben wir noch gehabt? Motorradfahrer, die halt einfach eine Runde ausgefahren sind oder den ersten Ausflug im Jahr gemacht haben. Mhm. Letztes Jahr ein Zimmerkolleg, zweite Ausfahrt im Motorrad, Leitschiene, Salto drüber, Querschnitt. Freizeitunfall. 47 Jahre. Und
ich weiß, dass es Leute gibt, die Absicherung natürlich nicht genießen können. Nur ich habe zumindest die Chance, dass ich einen Unfall habe, der mir die Gegebenheiten gibt, sogar im Sport, was die rechtliche Sicht auf Sportler angeht, etwas ändern zu können. Und damit, und das ist das, was mich so stolz macht, damit helfe ich nicht nur mir, weil gut, okay, passt, ich habe jetzt einen Arbeitsunfall, cool, geil, sondern potenziell helfe ich tausenden anderen. Und mit dem, dass das Urteil für mich jetzt ausgegangen ist, ja, ich habe mir gedacht, hey, tut es mir die Hände runter. Also, das war schon ein grenzgeniales Gefühl zu wissen, was ich da auf die Füße gestellt habe. Und dementsprechend ist jetzt die letzten Tage das Handy rundgegangen. Vor allem gewinnt man auch wieder den Glauben an die Gerechtigkeit. Richtig, oder? Richtig. Weil für das, ich glaube, das ist eine grundsätzliche Triebfeder hinter dem Ganzen. Weil, um bei der Sachlichkeit zu bleiben, obwohl es einen emotional mehr als nur betrifft, weil man selber dafür kämpfen muss. Also du bist emotional extrem damit. Und teilweise wirst du musst ja erst aufbringen, die Sachlichkeit. Und dann auch nicht emotional zu werden, wenn du wirklich mit Dreck beworfen wirst, was du da aus der Zeitung liest und dann dir denkst, hey Alter, das stimmt nicht. Und warum veröffentlicht ihr das oder veröffentlicht ihr die Informationen, die völlig belanglos sind? Ich meine, wahrscheinlich wäre ich sogar mal hergegangen und hätte sogar das selber gemacht. Aber was soll die Öffentlichkeit mit solchen Informationen anfangen? Was tust du dann? Also für die, um wieder runterzukommen? Oberschlucken, mit Leid reden, ausloten, was man vielleicht machen könnte, schauen, wie viel Aufwand das ist, sowohl emotional als auch, was ich wirklich dafür zu tun habe, sowie finanziell. Ja, und dann die möglichen Konsequenzen rausfinden. Und damals, wie ich das zweitinstanzliche Urteil gekriegt habe, da habe ich mir dann gedacht, ja gut, jetzt ist der Arbeitsunfall in sehr weiter Ferne. Und da habe ich gedacht, da war ich dann mal kurz vor der Resignation oder Resignierung und habe mir gedacht, ja passt, was tue ich jetzt? Die zweite Instanz ist gegen mich ausgegangen, es ist zwar Revision möglich, aber was bitte muss da drinnen stehen, dass mir das oberste Gericht noch folgen kann. Ja, und dann haben sich da ein paar Kanäle geöffnet. Gott sei Dank hat ein bisschen Zufall mitgespielt. Ja, und heute weiß ich, wie wichtig das war. Und ich bin extrem stolz, dass wir alle zusammen das für die gesamte österreichische Sportwelt durchgebracht haben. Die Tragweite werden wir wahrscheinlich auch schon in Jahren wissen. Da habe ich selber keine Ahnung, wie groß die Tragweite überhaupt sein wird. Aber potenziell betrifft es natürlich nicht den Skiverband, sondern alle. Ich habe jetzt einige schon gefragt, die damit wirklich auch zu tun haben, die im gleichen Umfeld wie du waren und sind, die gesagt haben, sie ziehen den Hut, dass du die Energie gehabt hast, dass du den langen Atem gehabt hast, das auch wirklich durchzugehen. Ja, absolut. Also, es ist schön, wenn ich dafür respektiert werde. Ich habe es gern gemacht. Ich habe es wirklich gern gemacht, weil es ist halt dann schon etwas, dass es auch nur deshalb, weil du dich traust, aufzustehen und sagen, hey, so geht das nicht. Und dann wirklich auch den Verband vor Gericht zu begegnen und dann einen Richter entscheiden zu lassen, ob ich jetzt im Recht oder im Unrecht bin. Das allein reicht schon, dass Leute sagen, hey, geil, ich wünsche dir alles Gute. Und das, wie viele Leute hinter mir gestanden sind, das ist natürlich eine zusätzliche Triebfeder, weil die geben mir was und jetzt kann ich denen, die mir dafür was gegeben haben, so viel zurückgeben, mit dem, dass das Gericht meiner oder unserer Rechtsansicht gefolgt ist. Du hast jetzt schon ein bisschen was gesagt, was sozusagen abseits von dem Fall ist, sondern deinen Alltag betrifft, was mich jetzt wirklich noch interessieren wird. Was brauchst du zum Beispiel mit deinem Querschnitt für Medikamente, die du nimmst, die dir helfen? Und zwar, ich weiß für die Blasen, weil die Blasen ist bei mir überaktiv. Also die zieht sich zusammen, wann sie halt will. Oh, das könnte teilweise richtig scheiße werden. Das ist alles schon passiert. Also klar, ich habe es immer verstecken können. Es hat teilweise genau eine Person mitgekriegt und die, was halt mit mir gerade unterwegs war, habe ich gesagt, du, tut mir leid, aber ich muss umziehen gehen. Ich habe zusammengezogen, hat sie sich, ich habe kein Urinal oben. Ja, scheiße, dann sitzt halt da. Und denkst du, ja, was tust du jetzt?
Und, aber da gibt es ein Medikament dagegen. Ja, da gibt es ein Medikament, das reguliert die Blasenspastik ein bisschen, aber das schützt auch nicht davor, dass du irgendwann einmal halt anschiffst. Aber es ist zumindest so, dass du ein bisschen mehr Ruhe hast. Mhm. Und ich meine, das klingt zwar jetzt ein bisschen hart, aber manchmal muss man durch solche Situationen, die leider sehr schwierig sind, da muss man durch, damit du einfach auch für die Zukunft weißt, wie du das Hand zu haben hast. Und das ist zum Beispiel das eine. Das andere ist, ich habe Spastik allgemein, also wenn ich mir am Abend ins Bett liege, das ist das Erste, was passiert, dass es mich voll durchstreckt. Also wirklich, die Füße strecken voll aus, ich bekomme vor wie ein Turner, die Sachen ganz runterstreckt und die Hände biegen sich so ein. Streckt sich her. Es reicht allein der motorische Impuls hinlegen. Ja, genau. Passiert, wenn ich jetzt zum Mittag das machst, das Gleiche? Oder ist wenn, das, ich jetzt hergange, ist das wenn ich jetzt hergegangen und mir auf den Boden lege, passiert das auch. Weil? Die Spannung sich ändert in der Muskulatur. Und zwar, die Cutstelle ist bei mir da herum. Ich meine, im Endeffekt ist es wurscht, wo die Cutstelle ist. Nur, ich lege mich hin und dann kriegen die Muskeln ganz viele Informationen über Berührung, Lage, Gewicht, was auf die Muskeln wirkt und Spannung. Ja, nehmen wir mal die Viere. Dann werden diese gesamten Informationen Richtung Gehirn geschickt und können aber nicht verarbeitet werden, weil sie nicht aufkommen, weil da die Cutstelle ist. Das heißt, die schießen wieder runter und die Reaktion ist das, dass sie sich volle anspannen. Und das dauert dann zwischen 5 und 20 Sekunden und dann lassen sie es wieder aus. Tut das weh? Nein. Und das ist nichts Negatives. Ich habe damals auch mit dieser Spastik das Stehen gelernt. Weil ich war damals beim Gehbarren und habe mich hingestellt und der Gehbarren war da neben mir und ich habe mich aufgezogen und dann waren zwei Ergotherapeutinnen da. Die eine hat mir die Knie fixiert, die andere hat mich am Becken genommen und aufgezogen. Und ich ziehe mich mit den Händen auf. Und dann, so wie ich Gewicht auf die Füße verlagere, haben sie sich auch angespannt. Und ich bin dann auf der Spannung oben gestanden. Da hast du die Spannung. Das ist das erste Gute. Das heißt, du brauchst es teilweise. Das zweite Gute ist, es erhält die Muskeln. Ich habe eigentlich fast Skispringerfüße. Mehr dürfte ich eh nicht haben. Da vorne die Knie sind schon ziemlich dünn geworden. Also, da habe ich schon mehr Muskeln gehabt. Also, aber es ist zumindest so, dass ich wirklich ganz normal definierte Füße habe. Da gibt es andere, die haben mehr Lauchfüße wie ich. Das heißt, die Spannung hilft da, damit der Muskel wenigstens einen Reiz hat, oder? Damit auch der Durchschnitt und die Kraft erhalten bleibt. Oder sich sogar noch ausbaut. Weil ich bin 7 Tage in der Intensiv gelegen und ich habe in den 7 Tagen 10 cm Muskelumfang verloren. Und das war so brutal, dass die Thrombosestrümpfe haben nach dem 5. Tag zum Flattern angefangen. In 7 Tagen habe ich 10 cm verloren. Ich habe mehr verloren. Also ich habe einen 57er Oberschenkel gehabt und nach den 7 Tagen habe ich noch 44 gehabt. Umfang. Na klar, du liegst ja die ganze Zeit. Ja. Und damals habe ich noch keine Spastik gehabt. Der kommt ja erst mit der Zeit. Ich glaube, ich weiß noch, die allererste Spastik, die ich bei mir ausgelöst habe, da habe ich mich hinten gekratzt und auf einmal sind die Füße so zusammengegangen. Also, ich habe so Froschlagerung gehabt, also so ein bisschen auseinander, im Liegen halt jetzt, und haben sich die Knie ganz leicht so zusammengezogen. Mir ist ein bisschen Luft weggeblieben, das passiert auch heute noch, weil Spastik ist anstrengend. Also, da kommt richtig viel Kraft drauf. Und probierst du dann gegen die Spannung zu arbeiten? Nein, brauche ich nicht. Du bist völlig der Zweite. Die kannst du nicht beeinflussen. Nur damit du mal ein Gefühl hast, wie zart die Spastik sein kann. Es gibt die Geschichte von jemandem, der ist in einem Monoski-Schalensitz drin gesessen und der hat Spastik gehabt und der hat es geschafft, mit der Spastik den Schalensitz zu sprengen. Ein Carbon-Schalensitz. Also, du musst... Dann weißt du mal, was da für Kräfte zusammenkommen. Das heißt, die könnt ihr willentlich gar nicht aufbringen. Nein, nicht. Das geht, glaube ich. Der Franz Müllner, der Telefonbücher zerreißt. Ja, wenn der Spastik hätte, mag ich nicht daneben stehen. Was mir nicht wünscht, aber im Vergleich ist er Wahnsinn. Nein, klar. Und du kannst nicht dagegen anarbeiten. Ich glaube ja, dass das auch in die autonomen geschützten Reserven reingeht, die du nur dann
beanspruchen kannst, wenn du unter Dosisangst stehst oder mit Hilfe von Drogen erreichst. Das war nämlich nur meine Frage, weil der Tom Geisbichler zum Beispiel, der hatte in seiner Lebensgeschichte durchaus ein sehr großes Loch, wo er sagt, er ist dann in Alkohol- und Drogengeschichten auch abgeglitten, weil es war eh schon wurscht. Ja. Bei dir habe ich so das Gefühl gehabt, du hast das nicht gebraucht und auch nicht gewollt. Einmal Sportler, immer Sportler. Der Tom, klar, der hat es natürlich härter gehabt, weil der war Beifahrer bei seinem Unfall. Das heißt, er ist völlig unverschuldet in die Situation eingepfercht worden und war mal 2 Jahre komplett weg. Und hat natürlich da auch leider sehr viele negative Erfahrungen gemacht, von denen er aber heute wahrscheinlich vielleicht doch profitieren kann. Und ich meine, er ist nicht umsonst 2008 Paralympicsieger geworden, 2004 Paralympicsieger geworden und 2018 mit über 40 Jahren nochmal Europameister. Also, es ist schon geil, was man aus sich machen kann. Er ist ein Trainingsgerät. Ich will ihn eh einmal einladen. Weil ja, mit ihm zu reden, ist auch, das ist echt so. Ja. Das ist bereichernd. Ja. Das ist bereichernd. Voll, also das. Aber eins ist schon, also das Schlimmste, ich will gar nicht Krankheiten vergleichen, aber nur sozusagen, wo mir einmal selber vor Augen geführt worden ist, was es heißt, mit einer schwierigen Geschichte konfrontiert zu sein. Ich habe einen Oberschenkelbruch gehabt und bin aufgewacht und habe nicht gewusst, ob das wieder wird oder nicht. Wie sie mir gesagt haben, das wird wieder, das ist eine komplette Erleichterung. Da ist der wurscht, wie lange das dauert. Bei mir so 1,5 Jahre dauert, das ist wurscht. Wenn du aber weißt, es wird nicht mehr, damit umzugehen, das habe ich mir damals gedacht, ja, wie machst du das? Na schau, ich bin aufgeschlagen, also ich bin durch die Luft gesegelt, habe zuerst auf 235 Meter abgeschaut und habe gedacht, jawohl, der geht voll dahin. Weil im ersten Durchgang ist der Fabian Steindl, also ehemaliger Kombinierer, ist 229 Meter geflogen und der war, und ich habe dann gedacht, jetzt gibt es nicht so Sack von Kombinierer, gibt mir fast 30 Meter. Und ja, beim zweiten Flug haue ich mich mal vor raus. Und dann war das ein super Sprung und dann habe ich guten Wind auch noch gekommen und dann schlug aus den Schuh raus und denke mir, ja, super Scheiße. Habe ich von Rücken ranlassen, schlag auf. Nach einer gefühlten Minute, wo ich mit dem Kopf Richtung Schanzentisch geschaut habe, sprich mit dem Rücken zum Tal geflogen bin, irgendwann kommt der Aufschlag und denke mir, fuck, meine Füße sind weg. Ich habe sie gespürt, irgendwo sofort. Sofort. Das ist wie, wenn du das Kabel durchschneidest. Die waren sofort weg. Und das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, die Füße waren weg, die Luft war noch da. Und wenn du normalerweise beim Skispringen stürzt, dann bleibt da immer die Luft weg. Jedes Mal. Die Luft war aber noch da. Das heißt, die ganze Kraft vom Aufprall hat irgendwo hin anders hinwirken müssen. Und ich bin da runtergerutscht und haben wir noch im Rutschen gedacht, ich muss so schnell wie möglich wieder auf. Ich muss auf, es darf sich ja keine Angst bilden. Ja, und dann habe ich jetzt erst einmal geschaut, wo die Ski sind, dass ich mich nicht abschießen, weil ich bei beiden Ski verloren. Und der eine ist dann oben in der Bande gehängt, der andere ist 25 Meter neben mir vorbeigerast und hinten hat er dann eine Werbebande zerstört. Und ich bin mal da geblieben und habe mal auf mich runtergeschaut und dann wollte ich mir am Bauch dran. Da ist das nicht gegangen. Dann habe ich gedacht, verdammt, ich kann mich nicht mehr am Bauch dran. Das heißt, ich kann genau gar nichts tun. Ich bin mal derzeit ein völliger Pflegefall. Und das hast du alles in dem Moment gedacht? Ja, das waren eigentlich unterbewusste Gedanken. Also das hat mit dem Pflegefall, das habe ich mir natürlich nicht gedacht. Ja. Aber ich wusste, okay, ich muss auf die Sanitäter warten. Die ersten zwei, die dann da waren, waren Vorspringer. Die haben gleich mal gesagt oder gefragt, wie es mir geht. Weil ausziehen haben sie mir ja nicht mehr müssen, weil ich alles weg war. Und dann habe ich gesagt, okay, Alter, ich kann meine Haxen nicht mehr bewegen. Und der erste von den zwei ist dann wieder aufgestanden, hat sich umgedreht und ist einmal ein paar Schritte weggegangen. Dem hat es einen vollen Schock gegeben. Und der, das habe ich im Nachhinein dann erfahren, der hat dann 1,5 Jahre nicht mehr mit mir reden können, weil ihn das so getroffen hat. Ich bin dann einmal eben auf ihn zugegangen und habe gesagt, okay, was ist denn los? Und dann hat er gesagt, ja, nein, ihn hat das so getroffen. Dann habe ich gesagt, du, weißt du, jedem von uns kann das passieren. Mir hat es halt erwischt. Aber schau, wie es mir heute geht, ist schon viel besser, oder? Ja, und seitdem kein Problem mehr. Mhm. Also dann zurück zum Sturz, dann waren die Sanitäter da und ich habe gesagt, du, kann die Achsen nicht mehr bewegen. Ich spüre sie zwar, aber
kann es nicht mehr bewegen. Dann ist mir in Ding rein, in den Container. Und haben eine Infusion gelegt. Und dann habe ich da einen Unteranzug habe ich offen gehabt und habe dann da so gegriffen. Und, und dann ist bei mir genau da die Grenze. Brustbein, oder wie? Ja, knapp oberhalb von der Brust, also genau da, genau da, wo das Logo ist. Und dann habe ich gesagt, es ist total komisch, da spüre ich die Temperatur noch und da unten nicht mehr. Völlig seltsam. Da haben sie mir Infusion gelegt und die Sanität haben natürlich schon gewusst, was los ist. Und dann haben sie gesagt, ja, nein, jetzt fahren wir ins Krankenhaus. Ob mir was wehtut? Dann habe ich gesagt, nein, eigentlich nicht. Klar, ein bisschen Schädel hat gebrummt, weil ich bin halt doch mit 125 km/h aufgeschlagen. Und dann Hubschrauber angefordert und der ist aber dann vom Kulm nur bis Kalwang, glaube ich, geflogen. Mhm. Dann haben sie mich vom fünften Stock ins Erdgeschoss verfrachtet und sind von Kalwang bei fast Schneevorbahn in 35 Minuten in Graz gewesen. Also die waren schnell, das war irre. Weil Fliegen haben sie nicht mehr kennen wegen Schneefall. Mhm. Nach Salzburg war die Strecke sowieso zu. Mhm. Ja, und dann war ich ungefähr, also der Sturz ist passiert, eins und um 2:30 war ich im OP. Dann haben sie mich operiert. Und ist da Zeit der Faktor? Jetzt im Rückblick? Du hast, ja. Okay. Beim Querschnitt immer über. Ich habe eine sensationelle Rettungskette gehabt. Weil das ist sicher ein Grund, warum ich heute so inkomplett bin, wie ich inkomplett bin. Und ich war dann eben im OP und dann haben sie mich intubiert. Und nach der OP, wo sie mich dann versorgt haben, haben sie mich gleich in die Druckkammer reingetan, die auch sehr viel bewirkt hat. Und ich hätte dann eigentlich eine ganze Woche im künstlichen Tiefschlaf bleiben sollen. Im Endeffekt war es dann so, dass ich die Nacht im Tiefschlaf war, im künstlichen Koma. Und in der Früh um 9:30 haben sie mich dann aufwecken versucht. Und da haben sie dann zum Papa gesagt, ja, nein, er soll mein Parfüm mitnehmen und meine Musik. Weil das ist unterstützend, dass du das wahrnimmst. Und es gibt anscheinend Studien darüber, die damit schon Erfolge haben nachweisen können. Und dann war es aber so, dass noch bevor der Papa angekommen ist, war ich schon wach, weil das Aufwecken wirklich sehr gut funktioniert hat. Und das heißt, sie haben das Koma gar nicht. Also sie wollten mich ja eine Woche drinnen lassen, weil die Heilung im Koma natürlich. Ja, aber warum dann doch nicht? Ja, sie haben einmal probiert, wie sie es ist, wenn sie mich aus dem Tiefschlaf holen. Und ich bin dann aufgewacht. Und dann haben sie eh kurz einmal gefragt, ob ich weiß, wo ich bin. Und dann habe ich mir gedacht, oder habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich bin in Graz. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Und dann haben sie mich eben gefragt, ob ich weiß, wer ich bin und ob ich weiß, was passiert ist. Und dann habe ich schon gemerkt, das ist kein Traum mehr. Das ist jetzt echt so, dass sie wirklich in ein Krankenhaus lieg und meine Achsen immer noch nicht bewegen kann. Ist der Operateur gekommen und hat mir dann ein bisschen darüber unterrichtet, was sie gemacht haben, dass sie ein Scharnier eingebaut haben und dass das auch drinnen bleibt und dass sie wahrscheinlich ein paar Tage danach ein zweites Mal mich aufschneiden werden und von hinten ein nächstes Scharnier auftun. Wo er zwischen die Wirbelkörper? Oder? Genau, also hier zwischen 6. und 7. Halswirbel, das ist das Scharnier, das schaut so aus und das haltet mich von vorne, 4 Schraufen und letzten Endes hat es dann aber geheißen, nein, ich brauche keine zweite OP, weil ich bin im Hals stark genug. Jetzt, geil, ist der erste Sieg. Ganze OP gespart. Hast du das jetzt noch drin? Ich habe es noch drin, ja. Das vordere, das hintere habe ich nie reingekriegt. Das habe ich auch dort in Ordnung. Ah, weil es ist vorne. Genau, sie haben es von vorne gemacht. Und dann hat er eben langsam der Bratz erklärt und bla bla und hin und her und Druckkammer und Scharnier und künstliche Bandscheiben. Und dann irgendwann habe ich ihn unterbrochen und habe gesagt, das ist schon ein Querschnitt, gell? Und dann hat er gesagt, ja, ist es. Und das war der einzige Moment, wo mir dann ein bisschen die Tränen in die Augen geschossen sind. Und dann hat er etwas gemacht, wo ich ihm heute noch dankbar bin, weil er hat sofort weitergeredet. Und er hat gesagt, ja, es ist ein Querschnitt, aber ich muss mir eins vor Augen halten. Das, was ich heute habe, das ist mein Startkapital. Ich habe einen funktionierenden Kopf und ich hab halbwegs funktionierende Hände. Und mit dem lässt sich schon ein halbwegsiges, normales Leben durchführen. Leben. Und das hat dir brutal geholfen, oder? Das hilft mir jetzt noch, weil es genauso ist. Ich habe einen gewissen Ausgangspunkt gehabt, von dem habe ich mich wegentwickelt.
Und ja, das heißt, es ist eigentlich so, wie wenn man Reset drückt, oder? Richtig. Und dann aber sagt, okay, und was geht noch? Genau, die Werkseinstellungen. Und nicht sagt, von die 100%, was fällt mir jetzt? Ja, genau. Und boah, dann... Aber das mal, Entschuldigung, aber ja, das ist echt ein gewaltiges Mindset. Nein, schau, ich wusste, ich bin eigentlich auf den Zustand eines Babys zurückversetzt worden. Gerade halt noch, dass ich selber... oder fast selber habe essen können. Also da war ich am Anfang einfach schwach in Löffel zu halten, weil da habe die Suppen aufgetan und den hergetan und habe ich zum Zittern angefangen und dann ist da oben erklärt, dass ich mir da halten habe. Oder mein Handy genau selber, das Handy hat mich überhaupt nicht interessiert. Habe ich es einmal genommen, weil ich gewusst habe, irgendwie leuchtet es halt hin und wieder. Nehme es in die Hand und hab's dort in der Hand und dann ist das passiert. Ich habe die Kraft nicht gehabt, dass ich das Handy in der Hand halte. Und das hat mir dann so angetippt, dass ich es aufs Nachtkastel wieder geschmissen habe und in die Ruhe gelassen habe. Weil es war dann ein bisschen ungut. Und eben, das war dann eben schon der Tag danach und am ersten Tag nach der OP ist dann auch der Papa oder die Mama reingekommen und den habe ich dann entgegengewinkt. Und die war dann heilfroh, dass ich die Hände bewegen kann. Weil es ja kurz im Raum gestanden ist, dass ich die Hände gar nicht mehr bewegen kann. Was das Skispringen angeht, das hat mich am ersten Tag überhaupt nicht interessiert. Am zweiten Tag habe ich es leider verpasst. Aber ich habe dann mitgekriegt, dass der Kraft die Bronze gewonnen hat. Und dann habe ich unter größter Anstrengung irgendwie probiert, von mir ein Selfie zu schießen und den Krafti zu schicken, mit dem, dass er ein geiler Hund ist, und gratuliere zur Bronze. Und am nächsten Tag habe ich gefragt, ob wir die Physio verschieben können, dass wir sie vorziehen, dass ich Physio mache und danach das Teamfliegen anschauen kann, dass ich zumindest wieder etwas vom Kulm sieg. Und da hat ja dann Österreich für eine Bronze geholt, also Krafti ist eine zweite Bronzemedaille. Und dann war das ist ein geiler Hund gewesen. Liege in der Intensivstation und dann sagt er, die Bronze nicht, die widmet er mir, weil er glaubt, dass ich gerade irgendwo zuschaue und er wünscht mir alles Gute. Und der hat das Sack mir durch die Kamera durch eine gute Besserung gewünscht. Und das ist halt dann etwas, das erzählst den 60er deinen Enkeln auch noch. Also das ist so weil mich einprägend ist, weil da habe ich länger zum Überlegen gehabt, wie ich das erste Mal gesehen habe, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und da haben wir uns irgendwas angeschaut, ich glaube ein Zuspieler, der in der Sendung gekommen wäre, und da ist da gestanden, Ex-Skispringer. Und du hast gesagt, du bist kein Ex-Skispringer. Ja, das hat mir damals länger zu denken gegeben, weil ich mir gedacht habe, ich meine, man sieht es jetzt immer noch bei deinem Instagram und so weiter. Mittlerweile ist es so, dass ich mich nicht mehr wehre, aber wenn ich es mir aussuchen kann, will ich nicht Ex-Skispringer betitelt werden, weil ein Skispringer hat ein dermaßen interessantes Mindset, und es ist wurscht, ob der zwei Jahre im Kinderalter gesprungen ist oder ob der dreifacher Olympiasieger ist. Das merkst du. Und das ist echt wurscht, ob der jetzt, weiß nicht, gerade einmal 20 wird oder ob das der Toni Inauer ist. Die haben ein total eigenes Denken, das man von den anderen Menschen rundherum ausfiltern kann. Was ist das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es da ist, aber ich kann es nicht wirklich beschreiben, sondern ich merke nur, dass der ähnlich denkt, wie ich selber denken würde. Und es ist ein Familiengefühl. Ja, ein bisschen, durchaus. Oder so Best Buddy Crew. So. Ja, das kannst du dann nicht ganz am Denken festmachen, aber du merkst halt einfach, der spricht deine Sprache. Und du fühlst dich gleich einmal damit auch verbunden und würdest in seiner Situation wahrscheinlich ähnliches sagen. Und deshalb sage ich auch, wenn es an anderen Skispringer passiert wäre und auch passiert ja ist, wie wir von Nick Ferrall das ja wissen, den er ja vorher erwischt hat, der wird genau gleich tun. Und ich bin Nick, habe ich 2017 den Planet gesehen und der Hund tut genau gleich. Er hat genau dasselbe Mindset wie ich. Und das war sehr geil zum Sehen, weil ich habe natürlich auch nicht viel gehört von ihm und ich habe auch nicht gewusst, wie es ihm geht. Aber man hat es wirklich recht auserkehrt, dass er genau gleich denkt und genau dieselbe Motivation an den Tag legt, aus seinem Leben was machen zu wollen, wie ich selber. Was du noch gesagt hast, zuerst, aber da waren wir in der rechtlichen Geschichte drin, ist, was wir vergessen überhaupt, was das jetzt bedeutet, auch in Bezug auf Mädels und so weiter. Aber da kommt mir vor, hast du nie ein Problem gehabt, oder? Das ist ja,
Lucky Müller und Mädels, das ist ja nicht sowas, wo ich sage, ich bin durch die den Querschnitt das, plötzlich nein, weg. Inwiefern hat das jetzt mit der rechtlichen Geschichte was zu tun? Nein, das hast du erwähnt, ja? Während wir die rechtliche Geschichte geschildert haben. Da wollte ich nicht dazwischen gehen. Also, ja. Aber das interessiert mich nämlich noch. Weil du gesagt hast, das ist auch da ein Bereich, der ist für anderen komplett neu. Klar. Aber da hast auch du, meiner Meinung nach, dein Weg gefunden. Es ist ganz spannend, weil ich mir schon gedacht habe, dass ich mir da es relativ schwer tue. Aber im Endeffekt bin ich darauf gekommen, dass es ein bisschen ein blödes Reden braucht, ein bisschen ein Selbstbewusstsein und auch zu dem, dass du halt dazu stehst, dass du natürlich eine ganz eigene Geschichte hast, die natürlich nicht jeder hat, aber wo sich jeder ein bisschen verbunden fühlt, weil jeder hat irgendwo mal eine Sache Zeit hinter sich, ob das eine Verletzung ist oder eine Krankheit oder ein Leiden von Geburt an oder halt du vielleicht sogar noch gesegnet bist, dass du bisher fast nur nie im Krankenhaus warst. Selbst dort hast du ja kleinere Sachen gehabt, an denen du zu knabbern hast. Und ich hab mich nie zurückgezogen. Ich habe gewusst, mein Unfall ist in der Öffentlichkeit passiert. Ich ziehe mich sicher nicht zurück, weil es interessiert die Leute. Es gehört der Aufklärung her. Die Leute wissen nichts über Querschnitt. Und es tut aber ihnen gut, über Querschnitt Bescheid zu wissen, weil dann kommen sie ein bisschen von ihren eigenen, vielleicht weniger schlimmen Probleme ein bisschen weg. Schlag die Zeitung auf und du siehst nur Probleme. Geh mal in ein Reha-Zentrum rein und du hast gar keine Probleme mehr, weil da siehst du mal, was wirklich los ist. Und Zufriedenheit ist immer eine Frage der Vergleichung und also des Vergleichs und der Erwartungshaltung. Mhm. Und erstaunlich. Ich meine, wir in Österreich, wir regen uns gerne mal auf. Ich meine, man muss leider mal nach Wien schauen. Nein, nichts gegen Wien, aber das ist ein bisschen so ein Running Gag, dass halt in Wien sehr viel gesudert wird. Und wenn du aber dann einmal wirklich so eine Geschichte hörst und da will ich jetzt gar nicht meine hervorheben, sondern es gibt ja so viele, die noch viel anders und betroffen sind und trotzdem ihr Leben schaukeln, dann hast du selber nimmer den Mumm, dass du dich über deine eigenen Probleme aufregst und die da dahinter vergrabst. Weil ich denke mir das auch manchmal, wenn ich so Kollegen von mir triff, die teilweise gar keine Fingerfunktion haben, dann denke ich mir, ich brauche mich echt nicht aufregen. Wenn der sein Leben schaukelt, dann muss ich das eigentlich dreimal machen. Heißt nicht, dass ich nicht gar keine schlechten Tage habe, überhaupt nicht. Ich meine, ich will immer noch einen Querschnitt. Aber was taugt denn dir jetzt mehr? Beschäftigst du dich in deinem Alltag mit Dingen, wo es jetzt gar nicht so ums Gehen geht? Das heißt, du machst lieber Arbeit im Sitzen und denkst, da denke ich gar nicht dran. Oder willst du bewusst auch mit der Möglichkeit, das nur zu verbessern, arbeiten und tauscht dich da voll rein? Weil teils. Ich denke mal, es ist eine Bewusstseinsmachung. Ja. Auf der einen Seite kann es was bringen, auf der anderen Seite führt es dir immer das Problem wieder vor Augen. Wo hast du da die Balance? Schau, nachdem bei mir beides möglich ist, weil einerseits muss ich sitzen, andererseits kann ich kurzzeitig aufstehen und das auch wirklich auch trainieren, schaue ich natürlich auf beides. Weil wenn ich am Computer sitze, dann ist das von mir oder bei mir im Endeffekt wurscht, weil ich da so oder so sitzen. Ob das Radl neben mir sind oder nicht, ist völlig wurscht. Natürlich kriegst du das manchmal mit, dass du dir nicht so leicht tust. Letzte Woche war ich da in Innsbruck und habe die Skisprungtrainerausbildung angefangen. Und dann waren wir im Turnsaal und alle sind gelaufen und ich habe mir gedacht, Alter, ich komme überhaupt nicht vom Fleck. Und das hat mich dann natürlich ein bisschen wieder getroffen, weil da wärst du halt wirklich gnadenlos darauf hingewiesen, wie viel da eigentlich wirklich fällt. Obwohl ich definitiv einer bin, der im Vergleich von allen Querschnittsgelähmten weitaus besser dasteht als der Durchschnitt. Und das war dann wieder eine Situation, die nicht so leicht war für mich. Und das gibt's. Nur grundsätzlich ist es so, dass die Funktionen, die mir erhalten geblieben sind, dass ich das sehr schätzen kann. Weil das ist nicht selbstverständlich. Und vor allem, ich kann sie auch trainieren. Mhm. Und dahingehend die Leute auch ein bisschen überraschen, wenn ich irgendwo im Rollstuhl bin und auf einmal aufstehe. Nur das heißt nicht, dass ich auf den Rollstuhl verzichten kann. Weil ich bin schneller im Rollstuhl. Das ist einfach Mobilitätshilfe und keine Einschränkung. Das heißt echt, dieses Mindset, wo du sagst, es ist gut, was ich noch machen kann und nicht, es ist scheiße, auf was ich alles verzichten muss, das begleitet dich durchgehend. Mhm. Immer, weil du natürlich so oft mit der Frage konfrontiert bist, ja, kann ich das vielleicht auch machen, was die anderen tun? Wenn ich es machen könnte, wie mache ich es am gescheitsten?
meine, warum soll ich, und da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem, was du vorher gesagt hast, warum soll ich, nur weil ich im Rollstuhl bin, darauf verzichten, fortgehen, Mädels aufreißen, mir mal an hinter die Birnen kippen, so wie es alle tun. Man ist jetzt nicht jede Woche der Fall, aber alle heiligen Zeiten kommt es auch mal vor. Wenn es passt, passt. Ich will nicht, dass der Querschnitt mein Leben nimmt. Und das ist relativ einfach möglich, wenn man ein bisschen einen Schalter umlegt, das manchmal natürlich nicht so einfach ist. Mhm. Und es gibt auch Tage, da will ich mich einfach nur verkriechen. Da will ich niemanden sehen. Da muss ich mich echt zwingen, dass ich vor die Haustür gehe. Weil einfach, ja, das ist der Polster, mein bester Freund. Und was gibt da dann wieder den Impuls? Es ist ganz witzig. Es reicht manchmal, schlafen zu gehen. Schlafen, 8 Stunden später ist es weg. Und da habe ich dieselben Gedanken im Kopf und versuche mich sogar eine zu versetzen, wie das am Tag davor war. Und das berührt mich nicht mehr. Und das ist für mich etwas, was für mich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht erklärbar ist. Es gibt Tage, die sind so zart, dass ich nicht, dass ich quasi in einen Überlebensmodus schalte, weil ich einfach weiß, wenn ich schlafen gehe und am Tag danach wieder aufwache, ist es zu 99% weg. Und dann gibt es aber Tage, wo so ein Thema gar nicht relevant wird, als dass es mich irgendwie negativ berühren könnte. Das ist etwas, das habe ich noch nicht herausgefunden, warum das so ist. Aber ich habe zumindest einen Mechanismus gefunden, dass ich halt den Tag durchdrucken muss. Und dann weiß ich, dass der nächste besser wird. Mhm. Der Schlaf hilft. Anscheinend. Und das. Es gibt nichts Blöderes, als wenn die ein Problem über eine sehr lange Zeit beschäftigt und dir halt die ganze Zeit Energie raubt und du dich die ganze Zeit damit beschäftigen musst, sodass du eigentlich in deinem Alltag gelähmt wirst, weil du dir nicht auf die wichtigen Sachen konzentrierst. Ja, aber das ist ja, wenn ein Problem nicht gelöst ist, schwer. Natürlich, aber bitte, du kannst gerne meinen Querschnitt lösen. Also. Das ist unmöglich, oder? Wahrscheinlich. Derzeit ist es unmöglich. Noch. Ich meine, für das haben wir Wings for Life, aber das ist eine Arbeit, mit der ich mich nicht beschäftige, das muss die Forschung machen. Aber was ich mir dann immer wieder denke, da kannst du mir jetzt vielleicht helfen, im täglichen Umgang, mhm, für mich, der sozusagen privilegiert ist, aufzustehen, das tun zu können, was ich eigentlich will. Was nimmst du als unangenehm wahr? Ich denke mir immer, zu viel Mitgefühl ist auch nicht gut. Wenn ich da jetzt begegne und zum Beispiel automatisch in die Knie gehe, und sozusagen, damit wir uns auf Augenhöhe unterhalten können, ist das was, wo du sagst, geil, der denkt dran? Ist nicht notwendig. Kannst du machen, ist aber nicht notwendig. Und zwar, der Philipp Hanser hat da jetzt vor ein paar Tagen einen super Kommentar ausgelassen. Und zwar, wenn er jemanden im Rollstuhl begegnet, dann sieht er den Menschen nicht im Rollstuhl. Mhm. Sensationelles Kommentar. Und dann, weil wir zusammen eben ein Interview gemacht haben, mhm, und ich habe dann auch das Zitat ausgelassen, es geht nicht darum, dass du, oder es ist wurscht, ob du sitzt oder stehst, dass du jemanden auf Augenhöhe begegnen kannst. Natürlich ist es, vor allem wenn es laut ist, ist es angenehmer, wenn du runter gehst und zu mir runter huckst. Dann verstehe ich dich besser. Aber das ist nicht notwendig, was die Höflichkeit angeht. Du kannst stehen bleiben und kannst ganz normal mit mir reden. Aber wenn ich von der Gesprächssituation her merke, dass wir halbwegs auf einer Höhe sind, dann ist es wurscht, dass du stehst und sie sitzt. Aber dass sie dir jetzt zum Beispiel hilft, dass sie da die Türen aufmacht, dass sie da was trage. Fragen. Soll dir was helfen? Dann wird er eh sagen, ja oder nein. Mhm. Weil, ich meine, was tust du denn? Du tust dir nichts mehr als Hilfe anbieten. Ich meine, klar, es gibt auch Leute, die sich dadurch gestört fühlen. Aber das ist Minderheit. Also das sind wirklich nicht viele Leute. Und ich finde es dann auch schade, wenn sich die Leute so verhalten, weil das halt die Scheu vor dem Rollstuhlfahrer natürlich vergrößert. Und ich will aber die ein bisschen wegbringen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass jemand, der behindert ist, das kein Schimpfwort sein soll. Weil die negative Konnotation ist leider relativ ordentlich in der Gesellschaft verankert. Mhm. Und es ist immer ganz lustig, wenn jemand behindert so als Schimpfwort verwendet und dann sage ich dann, was, wer hat mich gerufen? Oder ich bin ein Behinderte. Und dann ist aber mal ruhig da in der gesamten Situation. Weil sich niemand auf einmal was sagen traut. Weil im Endeffekt, ich habe recht. Mhm. Ja, klar, ich bin ja der Behinderte. Aber das heißt ja nicht, dass ich deshalb
weniger wert bin und vor allem, ich habe keine kognitive Einschränkung. Und selbst wenn ich sie hätte, ist das auch kein Grund für eine Minderwertigkeit. Ich kann ja nur sagen, dass, was da sozusagen in meinem Bewusstsein passiert und was auch der Matthias Lanzinger mal gesagt hat, wenn er sich selber humpeln sieht mit einem amputierten Unterschenkel, er würde auch hinschauen. Das ist ein natürlicher Reflex. Also wenn man was sieht, was sozusagen nicht alltäglich ist, schaut man hin. Aber dann ertappe ich mich, und das ist jetzt das, was sozusagen in meinem Bewusstsein vorgeht, ertappe ich mich an dem Gedanken, dass ich mir zweimal überlege, wie kann ich dir jetzt helfen? Und denke mir, zu viel der Hilfe ist wahrscheinlich ein Mitleid, das nicht unbedingt notwendig ist. Und zu wenig der Hilfe ist vielleicht ein Minderschätzen der besonderen Bedürfnisse, die du in dem Moment hast. Mach einfach. Bevor du die so verkopfst und dann im Endeffekt gar nichts rauskommt, mach einfach was. Weil du siehst eh, wie er dann reagiert, der Rollstuhlfahrer. Ich versuche natürlich immer hergehen und dass wenn mir jemand Hilfe anbietet, dann sage ich ganz freundlich, na danke, geht eigentlich super gut. Oder bin froh, dass ich es selber machen kann, aber so nach dem Motto, schön, dass du gefragt hast. Weil mir ist ganz wichtig, dass die Leute sich das trauen, weil das traut sich natürlich nicht jeder. Und es gibt alle Orten, wenn sie mich sehen. Entweder sie schauen mal 3 Stunden nach und was ich da tue, weil die meiste Zeit bin ich halt allein unterwegs und allein ein Rollstuhlfahrer, das ist halt doch was Interessantes, was man halt nicht so oft sieht. Oder sie schauen komplett weg, weil sie überhaupt nicht wissen, wie sie mir jetzt begegnen sollen. Oder sie machen es richtig und schauen mich an, schauen wieder weg. So nach dem Motto, ich sehe nichts Besonderes. Oder ist nichts, was jetzt, wie sage ich es jetzt ein bisschen, was jetzt unnatürlich wäre. Ich habe halt Einschränkungen, die ist halt sichtbar. Aber du spürst das wahrscheinlich, oder? Ja, sicher, ich wär sowieso immer angeschaut. Aber denkst du da dann, wie der andere das nicht versteht? Nein, es ist nur so, ich meine, ich werde immer angeschaut, klingt blöd, aber es ist halt einfach so, weil es gibt im Vergleich zu den Gesunden, gibt es nicht so viele Rollstuhlfahrer. Das heißt, das ist was Neues, was anderes, was Interessantes. Damit musst du einfach leben. Und jetzt muss man nur mal helfen, was hast du gerade gefragt? Ob du das so wahrnimmst, dass du da denkst, schau, also du das merkst, dass der dir jetzt anstarrt und da denkst jetzt wieder einer, der es nicht wirklich versteht. Also kommen dir solche Gedanken? Nein, gar nicht. Ich kann ihn nicht erwarten, dass der es versteht. Der hat vielleicht nie einen Berührungspunkt zu einem Rollstuhlfahrer gehabt. Und genau deshalb ist, glaube ich, die Arbeit und das Brechen der Barriere zwischen Rollstuhlfahrer und gesunden Mensch so wichtig, dass die einfach noch weiter in die Mitte der Gesellschaft rücken und dass die Berührungsängste zwischen gesunden Mensch und Rollstuhlfahrer, vor allem wenn sie sich nicht kennen, dass die komplett nichtig sind. Und dass es dann wurscht ist, ob du jetzt auf 4 Radl oder auf 2 Haxen kommst. Jetzt muss ich noch was fragen. Ich wollte zwar diesen ersten Podcast relativ politisch frei halten. Ja. Aber jetzt kommen wir zu einem Thema, das brennt mir jetzt. Bitte. Weil du über die Bewusstseinsmöglichkeiten sprichst im Umgang damit. Kira Grünberg ist als die Querschnittsgelähmte quasi das Role Model, das Vorzeigebeispiel in diesem Bereich von der ÖVP als Spitzenkandidatin in der Nationalratswahl in Tirol angetreten und auf Position 1 gereiht worden. Wenn ich mir die Kira anschaue, sie sagt es auch selber, sie weiß nicht, was sie sagen soll, was sie darf, was sie kann. Man hört von ihr relativ wenig. Jetzt ist da jemand, der am ehesten versteht, was es heißt. Und da wird er politisch, ich weiß es nicht, vielleicht mit einem Maulkorb erlassen oder sagt selber, das rendiert sie nicht, sie einzusetzen. Wie nimmst du das wahr? Ich glaube, dass das für die Kira ein ganz schöner, ich will nicht zu nahe treten, aber ich kann mir gut vorstellen, und es war, glaube ich, auch bei mir der Fall, ich glaube, ich war mit der Aufgabe überfordert, weil ich eigentlich aus mehr Aspekten mich, glaube ich, nicht in der Lage gesehen hätte, ich glaube, 12 oder 13% der österreichischen Einwohner zu vertreten. Weil behindert hast du nicht nur im Rollstuhl. Das heißt ja, blind, taub, stumm, amputiert, natürlich auch Rollstuhl, geistig behindert, Sonderschüler, Degenerierte. Das ist so eine große Bevölkerungsgruppe. Und wenn ich die alle vertreten will, brauche ich, glaube ich, ein bisschen
eine Erfahrung. Und wenn du dann Politikerin wirst, da hast du schon eine ziemlich große Aufgabe, weil Politiker sein, glaube ich, ist mehr als nur sich vor die Leute hinstellen und sagen, ja, nein, ich mache das und mache das. Und vor allem, wenn du halt noch frisch im Querschnitt bist, und ich glaube, in den ersten 3 Jahren kann man das getrost als das bezeichnen, dann darfst du das nicht vergessen, dass du da ja noch ganz andere Aufgaben auch zu bewältigen hast und die absolut gar nichts mit deiner politischen Tätigkeit zu tun haben. Das heißt, ich glaube, dass sie da sich eine Aufgabe angemaßt hat, die für sie nicht so einfach ist, vor allem weil die politische oder weil der politische Boden sehr fragiler ist und sehr ruppig sein kann. Genau, vor allem, das hat sie ja immer gesagt, du weißt plötzlich, du musst Entscheidungen treffen, die nicht allen recht sind. Richtig. Und das ist das Schwere. Richtig. Aber da müsst doch genau in dem Fall die Politik, die wesentlich mehr sind in dem Fall, hergehen und sagen, stelle ich nicht auf eins, auf Position eins. Das ist, weil ich weiß, was es macht mit den Menschen. Ja, das ist, ich meine, das ist dann die Entscheidung der Partei selbst. Das ist, oder auch der Kira selbst. Man, die Entscheidung hat sie natürlich, sagen wir mal, angenommen. Dass sie, dass der, ja schon, aber sie weiß wahrscheinlich, sie hat, da weiß die Politik mehr, was mit ihr passiert und natürlich, was Politik mit den Menschen macht, genau, als sie selber. Mhm. Da müsste sie eigentlich, wer sie wirklich interessiert an ihrem Wohl, müsste sie eigentlich vielleicht sogar sagen, tun wir nicht, auf eins setzen. Ich glaube, dass das, was ihr Wohl in Kombination mit ihrer politischen Tätigkeit anbelangt, sie wahrscheinlich noch am besten einschätzen kann als wir beide. Ich gehe halt nur von mir selber aus. Wenn ich nach so einer kurzen Zeit gefragt worden wäre, hätte ich wahrscheinlich gesagt, tut mir leid, lieber Herr Kurz, ich kann es nicht machen. Ich sehe mich nicht in der Lage, eine so große Bevölkerungsgruppe adäquat zu vertreten. Vor allem, weil ich ganz genau weiß, dass da teilweise ein sehr rauer Gegenwind blasen wird. Und mir ist meine eigene Gesundheit derzeit noch zu wichtig, als dass ich da hergehe, politische Tätigkeit annehme und dann womöglicherweise nicht den Erwartungen, Erwartungen gerecht werden kann. Mhm. Und von dem her, also ich für mich hätte es nicht gemacht, weil ich ja glaube, dass du als Sportler immer besser fährst, wenn du dich nicht politisch äußerst. Ich meine, es steht jedem frei, das zu tun. Es gibt einige Sportler, die in die Politik gegangen sind. Bestes Beispiel im Skispringer-Zirkus, zum Beispiel der Jakub Janda. Der ist auch im tschechischen Parlament jetzt. Und Sport und Politik kann sich sehr gut vertragen. Es gibt ja Leute, die wirklich ja die Ambitionen des Sports und die Umgangsweisen in die Politik mitnehmen und es ja gut funktioniert. Und ich meine, ich sage jetzt kein Beispiel, weil sonst wäre ich vielleicht irgendwo zerrissen dafür. Ich kenne mich vielleicht zu wenig aus. Mhm. Aber es gibt genug Sportler, die irgendwo sich politisch einmal zumindest kurz was gemacht haben und die nicht gleich zerrissen worden sind. Nur, ich glaube, für die Allgemeinheit ist es gescheiter, wenn man wirklich auch auf der sportlichen Ebene bleibt. Weil du aber damit auch wenn es in einem grundlegend politischen Kontext spielt, zum Beispiel die Spiele in Pyeongchang, wie Felix Neureuther gesagt hat, vor diesen politischen Verhältnissen habe ich wirklich Bedenken, darüber zu fahren. Das heißt, du bist unmittelbar betroffen, müsstest dich aber zurückhalten im Wissen, oh Gott, da könnte man wahrscheinlich einen Gegenwind einwehen oder man könnte mir unterstellen, ich hätte mich nicht äußern sollen. Also es betrifft ihn ja. Das halte ich für nicht so bedenklich. Ich kann schon, also gerade wenn ich sehr erfolgreich bin, dann kann ich schon hergehen und kann in dieser Weise schon politische Entscheidungen treffen, weil es wirklich mit dem Sport zu tun hat. Nur, was wir gerade geredet haben, das hat mit dem Sport nichts zu tun. Pyeongchang ist ja etwas, was mit dem Sport zu tun hat. Und das, was wir gerade über die Kira geredet haben, das ist ja eher gesellschaftspolitisch zum Sehen. Das geht ein Ja, Pyeongchang ist nicht so weit weg von der... Also, aber da unterscheidest du sozusagen. Natürlich, wenn die Politik deinen sportlichen Umkreis reinspielt, dann... Ich kann schon hergehen und sagen, ja, nein, mir passen die Spiele dort nicht, weil die müssen so viel Barmer fällen und es ist nicht weit weg von der nordkoreanischen Grenze. Das heißt, ich mache mir irgendwo Gedanken um meine Sicherheit und alle und der von allen anderen Sportlern ebenso. Und das ist dann eigentlich nicht
Kritik an der Politik selbst, sondern an der Vergabepolitik des IOC. Mhm. Und ich habe mir das da schon auch gedacht, eigentlich kehren Olympische Spiele dorthin, wo der Winter daheim ist. Weil da muss man nicht so viel tun, was die Neubau und die Restaurierung erhaltener olympischen Strecken und Disziplinen oder auch der Dörfer, um das aufrechtzuerhalten. Aber da lehnt es die Bevölkerung größtenteils ab. Was Österreich angeht, lehnt es ab. Oder Schweden, Schweiz. Natürlich, aber ich glaube, dass das, wo man da ein gescheites Konzept zusammenbringt und wo man auch das irgendwo schon dahingehend aufstellen kann, dass man wirklich einen großen Rahmen hat und der wirklich eingehalten werden kann. Weil es müssen nicht so pompöse Spiele sein. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man mit vergleichsweise wenig Budget ein geiles Event auf die Füße stellen kann. Warum muss man immer Kosten überziehen? Das muss ja nicht sein. Sagt der Sportler, was ich wichtig finde. Wenn der Sport nämlich im Fokus wäre, wenn das die erste Grundlage der Entscheidung wäre im IOC, glaube ich, würden Spiele woanders auch stattfinden, würden einfacher stattfinden, würden von der Bevölkerung viel mehr akzeptiert werden, wie wenn der Sport nicht an erster Stelle steht. Ja, weil da sind dann Umfeldfaktoren, die haben im Sport nur peripher zu tun. Deshalb finde ich es auch bedenklich, wenn der Herr Kasper von der FIS sagt, er will, also so ist das halt für mich umgekommen, er will Olympische Spiele nur mit Diktaturen durchführen, wo man nicht die Leute fragen muss. Ich meine, da denke ich mal auch, du hast wahrscheinlich schon öfter über Köpfe hinweg entschieden. Und halte für die falsche Entwicklung. Mhm. Weil wenn man Olympische Spiele veranstaltet, ist es immer eine Sache, die man gemeinsam macht. Und wenn man gemeinsam was auf die Füße stellt, dann kann man gemeinsam als Nation stolz sein. Und das ist, glaube ich, ich meine, das wird jetzt sehr politisch, aber ich glaube, das dient da irgendwo dazu, dass die Gesellschaft wieder zusammenfindet, obwohl man vielleicht komplett andere politische Ansichten hat. Dass man sich auch in die Augen schauen kann, obwohl ich ganz genau weiß, der hat eine andere Farbe wie ich, und zwar eine ganz andere. Und der gegenseitige Respekt, der geht mir halt ein bisschen ab. Weil wenn jede es ist da jetzt wurscht, weil das ist, ob das jede Gemeinde, jede Stadt, jedes Bundesland, jedes Land jeder selbst allein backelt statt gemeinsam, dann werden wir nie so weit kommen wie vielleicht andere, die im Team groß werden. Teamwork makes the dream work. Also so abgedroschen der Satz ist, aber er wirkt. Was gibt es Besseres, als einen Erfolg gemeinsam feiern zu können, wo wir alle aufeinander gemeinsam stolz sein können? Luke, wir könnten nur ewig weiterreden. Ich glaube, es platzen uns nur die Speicher. Ja, nein, das passt schon. Aber es ist schau, gewaltig. Schau, ich habe jetzt so viel geredet und du hast genau gar nichts gesagt. Und jetzt wird es einmal Zeit. Wir sitzen heute das erste Mal da herin. Du sitzt das erste Mal da herin in Zweisamkeit. Ich glaube, dass es mal ganz interessant ist, wenn du mir mal erzählst, wie das zustande gekommen ist. Weil ich kenne dich nicht vom Hinterzimmer, ich kenne dich von ServusTV. Also, und fragst du jetzt, warum wir da sitzen? Ja, ich weiß schon, warum ich da sitze, aber wie ist das entstanden? Die Idee habe ich schon lange gehabt. Und eigentlich, ich hab sie im ersten Teaser in der Episode 000 auch eingebaut, was mich selber überrascht hat. Ich habe schon als Kind begonnen, ein Fernsehstudio zu bauen. So verrückt es klingt. Und habe Wetterberichte heruntergelesen und habe mir Nachrichten überlegt. Gibt es Videoaufzeichnungen? Die will ich sehen. Nein, warte, die gibt es doch nicht. Ich weiß, was ich mir nächstes Jahr zur Forschung wünsche. Aufzeichnung. Ja. Und ich glaube, das hat sich entwickelt. Und das ist immer wieder so aufgepoppt. Das war zum Beispiel, ich habe dann relativ rasch nach der Matura, zwei Tage nach der Matura beim ORF begonnen. Habe also da irgendwie meinen Hunger nach, wie Medien funktionieren und wie man sich darin bewegt, irgendwie gestillt.
nach der Zeit beim ORF, da bin ich nämlich dann auf Bildungskarenz gegangen und habe dann gekündigt, habe mich ja mit meiner Selbstständigkeit irgendwie begonnen zu bewegen und habe aber immer wieder das Verlangen gehabt, das wirklich eigene zu machen. Habe dann diesen Jagdclub gegründet, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da habe ich politische Parteien eingeladen, also die Vertreter zum Beispiel bei der Landtagswahl in Tirol, alle 11 oder 13 Wahlwerbenden, und habe denen einmal Fragen gestellt, wo ich das Gefühl gehabt habe, in den Medien findet man solche Fragen nicht. Mhm. Zum Beispiel der ÖVP, warum eine Partei, die seit Jahrzehnten die absolute Mehrheit in Tirol genießt, das meiste Budget braucht, um die Bevölkerung davon überzeugen, dass sie gute Arbeit leisten. Mhm. Sie hätten ja die besten Beispiele bringen können. Mhm. Solche Fragen, wo es mir auch um die Moral hinter der Entscheidung gegangen ist oder die Moral des Politikers an sich, inwieweit und warum steht dahinter was? Ja? Ist es immer nur am Ende vom Tag das Geld, was entscheidet? Oder steht dahinter ein idealistischer Ansatz? Das wollte ich herausfinden und habe da den Jagdclub gegründet. Bin aber draufgekommen, es ist brutal ressourcenintensiv. Wir waren da 20 Leute. Ich habe das damals mit meinen Studenten vom Medienkolleg gemacht und habe dann das Angebot von Servus bekommen, das ja nach 4 Jahren vor wenigen Monaten zu Ende gegangen ist, weil sich dort jemand eingefunden hat, der gesagt hat, ich will dir moderieren, so mehr oder weniger in der Kurzfassung, und ich dann gesagt habe, ja, okay, dann ist die Zeit gekommen, dass ich jetzt gehe. Und das war für mich der Impuls zu sagen, jetzt mache ich es echt. Mhm. Jetzt, das, was ich schon lange so vorgehabt habe, jetzt probiere ich es auf den Punkt zu bringen. Ich weiß noch nicht, ob es ganz genau am Punkt ist, aber die Welt des Podcasts hat mich insofern fasziniert, indem du jetzt dein eigenes Ding veröffentlichen kannst. Und ich glaube, im Zeitalter der sozialen Medien haben wir die Chance, wenn du gute Inhalte hast, wenn du spannende Inhalte hast, dass du auch gehört wirst. Mhm. Und das fasziniert mich, da sozusagen der Hilfesteller zu sein. Zu sagen, ich fühle das, was für mich oft als negative Energie, Hass, daherkommt auf den sozialen Plattformen, auch mit was Positivem. Mhm. Und ich nutze es aber auch als Möglichkeit, für mich diese Fragen zu stellen, die mir brennen. Mhm. Fragen, die man oft nicht stellen kann, weil die Zeit nicht dafür ist. Zum Beispiel ein Interview im Fernsehen, da hast du eine 3 Minuten, 4 Minuten, 7 Minuten, da danach ist aus. Oder Fragen, die einer Redaktionslinie vielleicht nicht so entsprechen. Einfach einmal das eigene zu machen mit dem Risiko, auch komplett zu scheitern. Das ist mir schon auch klar. Mhm. Aber darum habe ich einfach einmal gesagt, ich nehme jetzt das, was ich jetzt sozusagen in den letzten Jahren auch verdient habe, nehme ich einfach einmal her und gehe das Risiko. Weil jeder Unternehmer, wenn man sich es anschaut, oder die meisten Unternehmer, am Anfang war das Risiko. Entweder hat das genommen oder nicht. Mhm. Entweder mache ich es oder ich mache es nicht. Richtig. Niemand hat gewusst, dass am Ende das groß wird oder daneben geht. Und darum mache ich es einfach. Und darum taugt mir auch, weil das war für mich immer schwierig einzuschätzen, ob die Leute, die ich spannend finde, dann auch wirklich sagen, das mache ich. Weil vielleicht haben wir nur 10 Zuseher, vielleicht schauen sich das 100 an. Leider, das ist ein bisschen so der Nachteil, ist die Qualität eines Produkts im Internet meiner Meinung nach viel von der Quantität abhängig. Ist schwierig von der Bewertung, aber ich glaube, dass am Ende vom Tag sich dann doch auch gute Qualität in hoher Quantität abbilden lässt. Mhm. Und an das glaube ich, und darum danke ich dir wirklich, dass du mir das Vertrauen ergibst, zu sagen, auch wenn ich noch nicht weiß, wo die Reise hingeht, vertraust du mir, dass das, was ich mache, halbwegs Hand und Fuß hat. Ich weiß nicht, inwieweit du da wirklich mit Richtlinien daherkommst, dass du sagst, unter den Umständen mache ich das auf keinen Fall. Oder was macht er denn da? Also von dem her finde ich es großartig, dass du gesagt hast, ich nehme mir die Zeit und mache das. Na schau, ich glaube, es gibt halt einfach, gerade jetzt in der Zeit oder in dem Tag, gibt es einfach so viel, wo ich auch teilweise unzufrieden war, dass gewisse Dinge nicht nach außen gegangen sind, die ich vielleicht gerne angebracht hätte, oder dass gewisse Dinge nicht geschrieben worden sind, wo ich aber gesagt habe, hey, das gehört rein.
Und genauso wie du sagst, ja, nein, bei dir beginnen die Gespräche dort, wo die anderen aufhören. Ich meine, ich habe jetzt auch am Sonntag beim Wings for Life World Run genau so eine Situation gehabt, wo ich dem betreffenden Journalisten gesagt habe, hey bitte, wenn du das ausstreichen musst, wenn der Befehl von oben kommt, sag mir das bitte Bescheid, ich darf es gerne wissen. Was ist passiert? Die Mieten von Google Hub, sagen die Wiener. Nix. Haben wir das heute abgebildet? Ist ja dabei? Ja, ist dabei. Weil ich bin ja, und das ist so ein grundlegendes Motiv von mir, das bringt viele Probleme. Natürlich, klar, weil du bist am Ende vom Tag ein Gerechtigkeitsfanat. Mhm. Was auch für einen selber extrem anstrengend ist. Aber wenn ich merke, es passiert eine Ungerechtigkeit, bin ich der Erste, der aufsteht und da, es ist halt, da was sagt. Das ist eine Tugend, die absolut ehrwürdig ist. Nur, ich verstehe dann die Leute, was dann sagen, ja, nein, wer definiert, was Gerechtigkeit ist und was nicht. Und da scheiden sich halt manchmal die Geister, aber es ist halt trotzdem... Das ist extrem aufwendig, ja, da drauf zu kommen. Genau, weil es geht dann manchmal wirklich auch darum, nicht wer wirklich Recht hat, sondern nur, wem mehr die Leute glauben. Und das war in meinem Fall genau dasselbe, weil, ich meine, warum kommt der Verband mit der Anschuldigung, ja, nein, ich habe eh so viel gekriegt, was will er noch, so nach dem Motto. Einfach nur das, dass die Leute genau auf den Zug aufspringen und sagen, ja stimmt, sowas will ich echt noch. Dass aber die ganzen Sportler, und zwar alle die was für Österreich Erfolge einfahren, ob das jetzt Skisportler, Fußballer, Skispringer oder sonst irgendjemand ist, damit besser gestellt werden, da bedarf es halt an weiteren Nachdenken. Was natürlich nicht mehr jeder tut, weil, so wie ich vorher gesagt habe, wir haben halt doch einen Schweinehund. Und da muss man natürlich auch die Ressourcen aufwenden und nachdenken, hey, was bedeutet das eigentlich? Und von dem her finde ich das auch ein super Format und ein super Zugang, dass du dann hergehst und sagst, ja, nein, Gerechtigkeit, okay, das definiert jeder ein bisschen anders, aber du versuchst zumindest dahingehend das Ganze ein bisschen zu unterstützen, ob du das jetzt dann das schaffst oder nicht, sei dahingestellt. Das finde ich schön, dass das gleich ein bisschen durchklingt. Ja. Ich finde es wichtig, dass man es darstellt. Du kannst gerne den Präsidenten einladen und dann ihn fragen, was er von Gerechtigkeit hält. Das mache ich. Das will ich. Ich will das. Ja. Ich will auch nicht, dass der ÖSV glaubt, wir machen das, um im ÖSV nur uns auszuwischen. Ich will, dass wir offen drüber reden. Mhm. Das ist es nämlich. Ja. Ich will, dass diese Entscheidungen, die uns alle betreffen, gerade in deinem Fall, nicht hinter verschlossenen Türen stattfinden. Mhm. Ich will, dass die Eier haben und das öffentlich argumentieren. Mhm. Das will ich. Mhm. Ich glaube dran. Die Frage ist halt, ob sie es tun. Ja. Das ist die Frage, weil das erfordert natürlich, genau wie du sagst, Eier, dass sie sich das antun und dann daherkommen und dann über ein Thema reden, das ihnen wahrscheinlich schwer im Magen liegt. Aber ich finde es cool. Also, man ist immer der Unbequeme. Ich habe das selber erlebt, Journalist fast in den Häusern, wo ich war. Wenn du der bist, der die Frage stellt, warum macht ihr das so, wird nicht die Frage diskutiert, sondern er wird zuerst einmal gegen dich argumentiert. Und zwar warum fragst du das? Warum tust du das? Ja. Bist kein Teamplayer, magst du das nicht? Das gemeinsame Wellbeing wird gestört. Mhm. Blödsinn. Wenn es am Ende des Tages darum geht, für alle eine Lösung zu finden, muss man offen dafür sein und ehrlich dafür einstehen, Argumente auf den Tisch zu legen und gelten zu lassen. Und nicht hinten herum versuchen, irgendwas aneinander vorbeizudealen. Aber vielleicht bin ich da zu viel im Gutglauben und scheitert deswegen. Aber ich kann mir jeden Morgen dann noch in den Spiegel schauen und sagen, ich wollte es so. Ja. Es ist okay. Natürlich, so wie wir zwar jetzt da sitzen, wir kennen vielleicht nicht alle Aspekte, aber deshalb ist es auch gut, dass du sagst, ja, du gibst zumindest dem Präsidenten die Chance, dass er es ja äußern kann. Aber was tut er dann jetzt dahingestellt? Nur, ich habe schon ein interessantes Gespräch mit ihm näher gehabt, wo er den Klimawandel geleugnet hat. Wo war das? Bei Servus TV, bei Sport am Tag. Da sind wir in einer Diskussion über die Zukunft des alpinen Skilaufs auf den Klimawandel gekommen und das war ganz spannend. Ja. Da war nämlich ja interessant. Ich habe danach die Interviewpartner gefragt, warum habt ihr nichts gesagt, wenn der Klimawandel geleugnet wird? Das tun wir uns nicht an. Und ich möchte genau den Präsidenten
einladen, um das Gespräch an der Stelle weiterzuführen. Mhm. Und dann unter anderem auch solche Dinge anzusprechen, wie wir heute angesprochen haben. Weil ich will, und das ist so ein Grundsatz eines Gerechtigkeitsfanaten vielleicht, jedem die Chance geben. Ja, sicher. Und ich glaube, jeder, der sich dieser offenen Spielregeln oder der sich zu so offenen Spielregeln bekennen will, macht es auch, oder? Wenn er irgendwo die Zeit hat. Ich hoffe nur halt, dass wenn er halt dann da sitzen würde und dann halt da das weitergeführt wird, dass halt, ja, einerseits du ihm, sagen wir mal, den Raum lässt für das, dass er seine These ausbreitet, er aber vielleicht auch irgendwann so weit nachdenkt, dass er sich selber ein bisschen hinterfragt. Weil man, dass es einen Klimawandel gibt, ich glaube, da müssen wir nur schauen, wie es die letzten Jahre heiß war und dann zurückdenken, wie es vor 20 Jahren war. Also das ist einmal Fakt. Oder noch großräumiger betrachten. Ne? Oder noch großräumiger, eh klar. Die Frage, ob der Mensch was dazu tut, ist halt natürlich auch sehr politisch. Aber ich glaube halt zumindest, dass es kein Fehler ist, wenn wir das eine oder andere Abgasverhalten überdenken. Das heißt jetzt nicht, dass jeder einen Tesla fahren muss oder dass wir alle nur mehr aufs Radl oder auf Roststühle umsteigen. Du bist eigentlich relativ umweltfreundlich. Oder geht deiner mit Elektro? Nein, ich bin kein Cheater. Ich bin schon am Überlegen, falls ich mehr in die Berge unterwegs bin, dass ich mir so ein Teil besorge, aber das ist halt auch wieder eine Kostenfrage. Kostet 8.000 Euro, so ein Swiss Truck nennt sich das. Das schaut aus wie so ein Mini-Rasenmäher, den kannst du dann so steuern und mit dem fährst du den Berg auf und runter. Und habe ich schon mal gemacht in der Rehhain-Hering. Also es gibt es auch. Aber es ist halt wieder halt, mit Akku ist das betrieben und hat halt begrenzte Haltedauer. Aber es ist jetzt nichts, was ich akut brauche. Aber ich meine, zurück zum Klimawandel. Weihnachten kommt wieder. Ja, klar. Aber weißt du, ich bin mit weniger zufrieden. Nein, aber zurück zum Klimawandel. Ich glaub, allein von der Logik her, ich meine, niemand wohnt gern über einer vielbefahrenen Straße, wo die ganze Zeit nur Abgase aufrauchen. Und genauso ist es ja glaube ich, gescheit, wenn man schaut, dass ein bisschen weniger Plastik in die Meere gelangt oder dass man halt nicht jeden kurzen Weg mit dem Auto fahren muss, wo man sich halt vermeiden lässt. Und dass man halt einfach unseren Egoismus teilweise ein bisschen hinten anstellen, wo man dafür was Gutes tun kann. Und da bin ich kein Aktivist, um so eine These vertreten zu können. Ich meine, es ist gut, dass es so viele verschiedene Meinungen gibt, weil man einfach dann über das Ganze ein bisschen nachdenkt. Aber was ich halt nicht dafür bin, ist einfach, dass sie sich die Köpfe reinhauen. Und dann da so viel Energie eingesetzt wird, wo ich mir denke, wenn wir alle an einen Strang ziehen und die Welt ein bisschen besser machen, dann glaube ich, haben wir viel erreicht, auch wenn vielleicht das eine oder andere wirtschaftliche Interesse ein bisschen hinten angestellt werden muss. Aber ja, ich meine, es glaube ich, kommt nicht von ungefähr, dass die reichsten Menschen weltweit in der Hinsicht teilweise doch ein bisschen eine soziale Ader hat. Sagen, ich meine, da fällt mir der Bill Gates ein, der da in der Hinsicht sehr viel tut und da andere Milliardäre zusammenkarrt und da ja, schaut, dass halt ja, vielleicht auch irgendwo das Ganze ein bisschen besser gemacht werden kann. Wie viel ausschaut, ist natürlich auch wieder eine andere Frage. Hey Luki, du hast den Podcast heute extrem geil besser gemacht. Danke dir. Das war nicht so eine schwere Aufgabe, nachdem es genau Korn gibt. Genau, Korn gibt, ja genau. Und ich der Erste jetzt bin und natürlich jetzt einmal den besten Podcast habe, ja, das kann ich mit breiter Brust sagen. Aber ich hoffe, dass da noch viele hochkarätige andere Leute sitzen werden, die noch mit viel mehr Erlebnisse und Informationen ausstatten und dass wir irgendwann da wieder mal sitzen und dann an der Stelle weiterreden, auch wenn das Gespräch doch jetzt endet. Es ist schade, aber ich glaube, für den Ersten wäre es sonst lang. Ja, ich weiß nicht. Aber du bist ja also das habe ich nämlich wirklich nicht gewusst, dass du so ein unpackbar reflektierter Typ bist, der sich über so viel Gedanken macht. Ja, weißt du, im Rollstuhl hast du so viel Zeit zum Nachdenken. Ich danke dir. Ja, danke für die Einladung. Das war mega. Und fürs Bier.
Ja, hey, es geht aufs Haus. Ja, danke.